Hallo Leute, ich muss doch noch mal eine Sekunde. Ich habe mir gerade Kaffee eingeschenkt. Ich rühre noch um und trinke mal einen Schluck, weil ich habe einen trockenen Mund. Ich muss doch noch mal ein drittes Video machen zum Thema hinter Kaifek, weil dass ich mir keine Freunde mache. Obwohl das ja wie gesagt keine neue Theorie ist, also sprich, Andreas Gruber war der Mörder, es war ein 5-Wochen-Mord, es war kein 6-Wochen-Mord. Wird natürlich extrem negativ bewertet und ich bin auch an Anfeindungen ausgesetzt, also sprich negative Kommentare und wer weiß, wie das noch weitergeht. Das war mir irgendwo klar. Warum hatte ich auch erklärt, Sekunde. Das Milchpulver hier beim Kaffee hat sich noch nicht komplett aufgelöst vom Löffel. Das war mir irgendwo sonnenklar, dass ich wahrscheinlich angegriffen werden würde, also hier kritisiert werden würde, ist ja auch okay, habe ich kein Problem damit. Aber wie gesagt, unsachliches Ding, also hier Pöbeleien und Beschimpfung und Drohung, also sowas geht mir am Arsch vorbei. Aber ich habe da aber wie gesagt ohnehin damit gerechnet. Und daher hört mich das nicht weiter. Aber was mich stört, ich habe Dutzende Fakten genannt. Ich habe mir das noch nicht irgendwo ausgedacht. Also hier, was für Andreas Gruber als Täter spricht. Es ist ja nicht so, dass die Idee neu wäre oder wie es manche auch beschreiben in den Kommentaren, die Theorie. Es ist ja eigentlich offensichtlich. Also wäre er nicht zu Tode gekommen, dann höchstwahrscheinlich später erst als Sechster, in Anführungsstrichen als sechstes Opfer, falls es nicht eigenverschulden war, sprich Selbstmord. Dann wäre er ja ohnehin leicht zu überführen gewesen, weil wie gesagt, angenommen er wäre jetzt davon gekommen, also hätte... wer geflüchtet. Sekunde, ich trinke noch meinen Schluck. Angenommen, er wäre nach der Tat geflüchtet, also wenn er der Täter ist. Und hätte sich nicht auf dem Dachboden verschanzt und keine Dachziegel entfernt und keine Fluchtseile angebracht und nicht vom Rauchfleisch in der Räucherkammer, also in der Speisekammer, irgendwo müsste wahrscheinlich in der Nähe vom Küchenbereich gewesen sein, wo auch seine blutigen Kleider gewaschen hat, den Aufgang hat, der ist ja mehr oder weniger in Unterwäsche nach der Tat rumgelaufen, also sogar barfuß. Wenn er da nicht noch, wie gesagt, sich auf dem Dachboden verkochen hätte, also gar nicht von seinem eigenen Grundstück, von seinem eigenen Hof wegkam als Täter. Und auch dann den Kalender am 1. April, also einen Tag nach der Tat, beziehungsweise am Morgen nach der Tat, wenn es am Abend des 31.3. 1922 stattgefunden hat und das war definitiv ein Freitag. Habe ich eben 1. November gesagt, 1. April. Also der 31. März, 31.03.1922 war ein Freitag. Da ist die Tat geschehen, entweder im Laufe der Abendstunden, also höchstwahrscheinlich im Laufe der Abendstunden, dass alle noch angezogen waren, also noch nicht ausgezogen. Also was ja auch für ihn spricht als Täter, dass er dann später als einziger in Unterwäsche und Barfuß gefunden worden ist. Also seine Leiche. Der Samstag, also der 1. April 1922 war dann ein Samstag, weil da ist bereits aufgefallen, dass die Enkelin in der Schule gefehlt hat. Also damals war, wie ich erklärt habe, aber gerade... Ex-DDR-Bürger werden sie auch noch wissen, also bei uns war ja auch bis Samstag Schule, also 6 Tage die Woche. Da ist es ja bereits aufgefallen, dass die Enkelin der Schule unentschuldigt gefehlt hat, am Samstag, den 1. April. Also abgesehen von anderen, die da vorher beim Tatort irgendwo schon gewesen sind und haben aber nicht sofort was Verdächtiges entdeckt oder zumindest nicht weiter nachgeforscht, also sprich keine Türen und keine Fenster und so weiter aufgebrochen. Das habe ich mich gerade rausgebracht. Also wenn er geflüchtet wäre, dann wäre er sowieso später als Mörder überführt worden, weil wie gesagt, die Tatwaffen wurden ja erst knapp ein Jahr. Die Tat war Ende März, Anfang April, also 31. März, 31.3.
1. April, also 1.4.1922, am Abriss des Hofes im Februar, keine Ahnung, Anfang, Mitte, Ende Februar 1923, also ein Jahr später, wurden erst die drei Tatwaffen gefunden, die unter anderem auch bei der Enkelin benutzt worden sind, also sprich dieses Raueisen, dieser Metallring, also um ihr auf den Mund zu schlagen, um sie am Schreien zu hindern, um Hilfe zu rufen, zu hindern. Die Reuthaue, also genau wie bei den anderen Opfern, außer ihm selber, Andreas Gruber, der kam ja durch diese Kreuzhacke oder Spitzhacke zu Tode. Und sein Taschenmesser. Also definitiv seins. Die einzige, die das auch bestätigen konnte, die hat ja bestätigt, dass das Taschenmesser ihr bekannt vorkommt, also was da später gefunden worden ist, genau wie die anderen beiden Tatwaffen, ein Jahr später. Das war ja die ehemalige Magd von dem Hof. Also wo ich erst dachte, die hat am Tag zuvor, also vor der Tat, den Hof verlassen und die andere kam dann am Tag der Tat an, aber in Wahrheit hatte die vorherige Magd ja bereits bald ein halbes Jahr, also im September 1921 bereits den Hof verlassen. Also ein halbes Jahr zuvor. Und nach der Tat, also die Tat ist wie gesagt 31.3. bis 1.4.1922 geschehen, auch wieder im September des Jahres 1922 hat der Bruder von Viktoria Gabriels verstorbene Mann, also der offiziell im Dezember 1914 gefallen ist, den Hof dann gekauft von der Erbgemeinschaft, also sprich von den Angehörigen, die Andreas Gruber möglicherweise noch hatten und alle anderen kamen ja zu Tode, also werden das wahrscheinlich die einzigen gewesen sein. Es sei denn, es gab irgendwie noch entfernte Verwandte. Eine 13-köpfige Erbgemeinschaft, davon wird ja gesprochen. Und dann nochmal 5 Monate darauf, nach diesem Kauf im September 1922, also ein halbes Jahr nach der Tat, dann wurden erst im Februar 1923 diese drei Tatwaffen, die bei der Enkelin verübt worden ist, also die schwersten, sag mal, hatten, Verstümmelung hatten, also die sich auch im Todeskampf, also höchstwahrscheinlich noch bis zu 2 Stunden gelebt hat, die Haare vom Kopf gerissen hat, die wurden ja dann erst gefunden. Das Einzige, was unmittelbar am Auffindtag der Leichen, also am 4.4.1922, oder beziehungsweise, wenn dann erst eine Nacht gewartet worden ist, weil es schon zu dunkel war, weil da war ja kein Strom auf dem Hof, also keine elektrische Beleuchtung. Das Einzige, was unmittelbar am Tag gefunden worden ist, war ja die Spitzhacke oder Kreuzhacke, die bei Andreas Gruber verwendet worden ist, also die ihn zu Tode gebracht hat. Das heißt, er kann dann nur von jemand anders mit einer komplett anderen Waffe als bei den restlichen Opfern, als bei den restlichen Morden verwendet, zu Tode gebracht worden sein, oder er muss sich selber was damit angetan haben. Wie habe ich auch erklärt, ist es ja kein Problem, irgendwo, wie in dem Fall eine Kreuzhacke. Die hat ja 2 Seiten, also eine spitze Seite und eine abgeflachte Seite. So ähnlich wie die Klinge hier von der Reuthaue und der eigentlichen Tatwaffe. Kann man ja irgendwo einklemmen oder irgendwo wirklich einschlagen. Auch mit der flachen Seite kann man die irgendwo einschlagen. Und würde dann sich auf die spitze Seite fallen lassen. Oder halt dagegen laufen oder sonst wie. Was dann die Frage wäre, ist, wie er auf den Leichenhaufen, der dann im Stall gefunden wurde, da lag er ja oben drauf, als einziger, wie gesagt, in Unterwäsche und Barfuß, wie er dann auf den Leichenhaufen gekommen ist. Also das würde dann nur erklären, dass möglicherweise jemand anders seine Leiche da draufgelegt hat oder dass jemand anders ihn zu Tode gebracht hat. Also das spricht nicht gegen ihn, nur weil er dann auch mit bei den Toten war, dass er nicht der Mörder gewesen sein kann, weil wie gesagt, nur er kannte das Versteck auf diesem Dachboden und da wurden auch erst ein Jahr später beim Abriss des Hofes die Tatwaffen gefunden. Also speziell auch noch 2 andere Tatwaffen, das Taschenmesser von ihm und dieser Raueisen, dieser Metallring, der bei der Enkelin verwendet worden ist. Und die Enkelin war höchstwahrscheinlich auch nicht, wie die restlichen Opfer außer Andreas Gruber, mehr oder weniger noch komplett angezogen. Die Enkelin muss halbnackt gewesen sein. Also das spricht eindeutig dafür. Er hat sich ja nie sexuell vergehen wollen, also das war der Auslöser für die Tat. Sexueller Missbrauch an der Enkelin. Er war ja bereits vorbestraft, also hat ja auch seine eigene Tochter Viktoria Gabriel missbraucht. Deswegen kam die auch erst später zu Tode durch diesen Schnitt durch die Kehle mit seinem Taschenmesser. Dass die
zum Schweigen gebracht worden ist, also auf brutalste Art und Weise mit diesem Metallring auf den Mund geschlagen. Mund, Kiefer wahrscheinlich irgendwo beschädigt, also zertrümmert, war nicht mehr in der Lage zu schreien oder um Hilfe zu rufen. Nach 2 Stunden Todeskampf, also wahrscheinlich während er sie noch vergewaltigt hat, ist dann erst der Schmidt durch die Kehle erfolgt, um sie endgültig zu erlösen. Die Tochter selber, also die auch vorher bereits missbraucht worden ist, hatte ja außerdem, also höchstwahrscheinlich das erste Opfer, zu ihren exzessiven Verletzungen am Schädel, genau wie die Mutter von ihr, also die Großmutter in dem Fall von der Enkelin, Andreas Gruber, seine Frau, Cecilia Gabriel und die Tochter halt Victoria Gabriel. Die hatten ja auch, wie gesagt, die Tochter hatte 9 Verletzungen von dieser Reuthaue, von dieser Schraube, die da auf der Rückseite angebracht war. Eine Eigenkonzeption von Andreas Gruber. Und die Großmutter, also Andreas Gruber, seine Frau, hatte 8 und die Tochter hatte auch noch, also Victoria Gabriel, zusätzliche Würgemale am Hals. Also als ob sie erst versucht worden ist, dass, wenn er der Täter war, dass er sie erst versucht hat zu erwürgen, ist dann möglicherweise überrascht worden. Also vielleicht hat er auch nachträglich noch zugeschlagen, also sprich auf dem Kopf, Seitenbereich vom Kopf, rechte Seite vom Kopf, deswegen gehe ich ja davon aus, er muss Linkshänder gewesen sein. Kann man halt leider nicht mehr feststellen. Man macht nie andere irgendwo bestätigt, ob er Linkshänder gewesen ist. Also sprich, haben ihn beobachtet, wie er Arbeiten ausführt mit der linken Hand oder mit der linken Hand geschrieben hat und so weiter. Also ich bin ja selber Linkshänder, hatte ich ja erklärt. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ja mittlerweile seit 50 Jahren Linkshänder. Ich mache ja auch, bis auf mein Besteck heute, wie ein Rechtshänder, alles mit links, also inklusive Schreiben. Und ich hätte auch, wie hier, eine Waffe, die man mit einer Hand führt, dann ebenfalls in meiner linken Hand gehalten. Also bei mir wären bei Opfern, die durch mich zu Tode gekommen wären, ebenfalls, wenn sie mich anschauen, also von vorne, wenn ich denen gegenüberstehe, auf der rechten Seite dann diese Beschädigung gewesen am Kopf. War ja in dem Fall bei Victoria Gabriel und bei Cecilie Gruber, also seiner Frau, war es ja der Fall. Bei der Magd war halt, wie gesagt, nur ein Loch im Schädeldach. Also ist es halt schwer festzustellen, war der Täter rechts oder links Händler. Wenn sie beide gestanden haben, kam der Schlag wahrscheinlich überraschend von hinten. Sie hat aber auch noch eine zusätzliche Verletzung im Gesicht. Also wie ich auch erklärt habe, ist wahrscheinlich wurde sie dann erst paralysiert durch den Schlag ins Gesicht und dann erst kam der Schlag aufs Schädeldach, also ungefähr in der Mitte vom Kopf, wo die Schraube ins Gehirn eingedrungen ist. Wir reden jetzt von der Magd, vom höchstwahrscheinlich vorletzten Opfer. Oder sie muss gesessen haben und er hat halt, während sie gesessen hat, er hat hinter ihr gestanden, ums Gesicht rumgeschlagen, also dass die Verletzung auf der rechten Gesichtshälfte war und dann der Schlag aufs Schädeldach, dann ist der Schlag aufs Schädeldach erfolgt, also von oben, also von hinten und von oben. Ja, und beim zweiten Kind, also hier beim zweiten Enkel, wenn man so will, wo er definitiv möglicherweise der Vater auch gewesen sein könnte, also sprich Inzest, Kindesmissbrauch an seiner eigenen Tochter, dem Josef, die wurde ja mit der Vorderseite von dieser Reuthaue, von dieser Tatwaffe, durch das Dach von diesem Kinderwagen mehr oder weniger der Schädel zertrümmert. Also es ist auch Gehirn ausgetreten, hat auch die Innenseite vom Kinderwagen dementsprechend bespritzt. Also der Schädel muss extrem zerstört worden sein. Da war wahrscheinlich nicht mehr viel, was hinterher, bei den Leichen wurden ja die Schädel entfernt für gerichtsmedizinische Untersuchungen, was hinterher noch irgendwo festzustellen war, also an dem Kopf. Der muss ziemlich, gut deutsch gesagt, zermanscht gewesen sein, also zerstört. Auf jeden Fall kannte nur er das Versteck, weil die Tatwaffen, also unter anderem die Reuthaue, die bei allen Opfern außer ihm selber verwendet worden ist, aber auch zusätzlich dieses Raueisen, was bei der Enkelin verwendet worden ist, und sein Taschenmesser, diese Waffen wurden erst beim Abriss des Hofes fast ein Jahr später, Februar 1923, entdeckt. Woher ging man bei allen Opfern, inklusive ihm selber, er kam ja wirklich durch eine Kreuzhacke, Spitzhacke zu Tode, davon aus, dass alle Opfer mit der Kreuz- oder Spitzhacke getötet worden sind. In Wahrheit war es nur Andreas Gruber, was dafür spricht. Er starb später und da ist, wie gesagt, eigentlich unerheblich, ob es Selbstmord war oder ob jemand anders ihn getötet hat. Verdient hat er es auf jeden Fall, wenn er vorher ein fünffacher Mörder war. Und
Was auch die meisten nicht wissen, was ich auch jetzt, glaube, im zweiten Video zumindest erwähnt habe, im ersten habe ich es wahrscheinlich ausgelassen. Er hatte noch außer Victoria Gabriel eine andere Tochter, also zumindest mindestens eine andere Tochter, Sophie. Also wenn sie nach ihm benannt worden ist, dann wahrscheinlich auch Sophie Gruber. Und dieses Kind, also jetzt, wir reden jetzt von einem Zeitpunkt irgendwann vor der Tat, dieses Kind starb, nachdem Andreas Gruber sie tagelang im eiskalten Keller eingesperrt hat, also höchstwahrscheinlich im Winter, wenn Kellerbereiche extrem auskühlen und höchstwahrscheinlich auch verhungern und verdorsten lassen hat. Also da hat er bereits vor der Tat einen Mord begangen, wenn man so will. Natürlich hat er es nicht mit eigenen Händen getan in dem Fall. Also hat selber jemand durch eigene Hände zu Tode gebracht. Aber es war bereits ein Toter, also in dem Fall auch eine Tochter von ihm, die auf sein Konto gegangen ist, also wo er praktisch der Mörder war. In dem Fall war es halt Mord durch Einsperren, verhungern lassen, also dass das Opfer wahrscheinlich erfroren ist oder so schwer misshandelt worden ist. Könnte auch dafür sprechen, da hat er ebenfalls versucht, Kindesmissbrauch an seiner anderen Tochter Sophie zu begehen, wie bei Victoria Gabriel. Also es kam, dieses Kind, diese Tochter kam durch ihn zu Tode. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Da gibt es eigentlich für jeden, der halbwegs logisch denken kann, das ist nämlich das, diese Tochter wird ja in der Regel nie erwähnt, deswegen kommen ja die meisten auf andere Gedanken, also sprich, haben andere Täter im Verdacht. Jetzt habe ich mich wieder rausgebracht. Es gibt eigentlich kaum etwas, was gegen ihn spricht. Und die besten Beweise sind, er hat bereits Kindesmissbrauch nicht nur an Victoria Gabriel begangen, sondern ebenfalls an möglicherweise seiner Tochter Sophie, die durch ihn zu Tode gekommen ist. Also er hatte bereits einen Mord praktisch auf dem Gewissen, wenn auch nicht Mord mit eigenen Händen ausgeführt. Es war sein Taschenmesser, was bei der Enkelin verwendet worden ist, für den ultimativen Killenschnitt, also was endgültig das Opfer getötet hat. Was später erst gefunden worden ist, es war sein Taschenmesser höchstwahrscheinlich, wo in der Speisekammer oder in der Räucherkammer Stücken vom Speck oder Schinken abgeschnitten worden sind, also vom Rauchfleisch. Schwarten davon sind ja hinterher auf dem Dachboden gefunden worden. Nur wie gesagt, die Tatwaffen nicht, die waren unter einem sogenannten, wie wenn man es nennen, Bodenbrett versteckt, also Fehlboden. Also nochmal ein Hohlraum zwischen dem eigentlichen Wohnräumen im Erdgeschoss und diesen Dachboden oben drüber, in so einen Hohlbereich, also der dann wahrscheinlich mit Stroh oder irgendwas ausgefüllt war, wie hier auf dem Bild jetzt zu sehen ist, aber das Bild werde ich, wie gesagt, nicht zeigen können, das habe ich ja im anderen Video Nummer 2 gezeigt, ich werde dann hier einen neuen Hintergrund nehmen, also der hier läuft, während ich die ganze Zeit rede, für dieses Video. Da wurden jetzt, wie gesagt, die drei Tatwaffen gefunden, die Reuthaue, dieses Bandeisen, dieses raue Eisen, also so ein Metallring, ziemlich schwer. Und das Kind, wurde gesagt, also hier die Enkelin Cecilia Gabriel, beziehungsweise Silly, die war ja gerade mal 7 Jahre alt, also da hätte nicht mal so eine massive Waffe benötigt werden müssen, um der irgendwo den Mund, den Kiefer extrem zu beschädigen, also dass es nicht mehr um Hilfe rufen kann, dieses Kind, diese Enkelin. Höchstwahrscheinlich beim Missbrauch. Sprich, er hat sie zum Schweigen gebracht, hat sie sexuell missbraucht, wollte sich aber nicht in ihrer Leiche begehen. Also hat sie, während sie noch am Leben war, missbraucht. Also das Kind muss grausam gelitten haben vor seinem Tod und dann erst circa 2 Stunden später, während sich das Kind bereits im Todeskampf Haare aus dem Kopf gerissen hat, ist erst der Kehlenschnitt erfolgt. Also ja, das klingt alles brutal, aber es ist halt so. Der Grund, warum ihr diesen Mann in Schutz nehmt, Andreas Gruber, ist, dass er selber als 6. Person auf diesem Hof vor Auffindung der Leichen zu Tode gekommen ist. Also so nach dem Motto, über Tode redet man nicht schlecht. Ja, ich rede über ihn schlecht und er hat es auch verdient, weil er hat bereits ein Kind ermordet durch Unterlassung. Also sah auch ebenfalls seine eigene Tochter Sophie vor dieser Tat. Also er war bereits eigentlich ein 6-facher Mörder, ihn aber nicht mitgerechnet. Also hier wird immer von der 6-fachen Mord gesprochen. In Wahrheit war das ein 5-fach Mord. Den 6. Mord hat er bereits vor der Tat begangen, durch Unterlassung. Also hat ein Kind von ihm selber auf dem Gewissen.
dieser ganze andere Blödsinn hier, also ich habe ja schon die ersten Theorien zum Fall in der KfW gelesen, die ja gerade durch diese, wie sagt man, was erst später aufgetaucht ist, hier Sterbeanzeige, also hier Sterbebildchen, wie man es damals genannt hat, also hier eine Todesannonce, kann man sagen, also wo sämtliche Leute, die zu Tode gekommen sind, angegeben sind mit Geburts- und mit Sterbedaten, wo dann handschriftlich irgendwas nachgetragen wurde, was dann erst später, also irgendwann in den 1970er Jahren aufgetaucht ist, oder vielleicht noch später, weiß ich nicht mehr genau. Also, dass irgendjemand von der Kirche möglicherweise oder sogar im Auftrag der Kirche diese Leute zu Tode gebracht hat. Also, das ist alles nur, wie gesagt, da komme ich vergleiche zum Holzscheck drüber. Das ist absoluter Schwachsinn von Leuten, die sich einen gewöhnlichen Mord oder einen gewöhnlichen Mörder sonst wie als wie einen Superhelden vorstellen, die sich ein gewöhnliches Verbrechen so ausmalen wie, das muss ja praktisch ein Superheld gewesen sein, also ein Superman. Verschlagen, gewitzt, konnte die Polizei austricksen, konnte, wie im Fall von Jack the Ripper, möglicherweise entkommen. Hier ist, wenn Andreas Gruber der Täter war, der definitiv nicht entkommen. Also er kam höchstwahrscheinlich am Tag darauf zu Tode, also nachdem er noch vom Kalender das Datum vom 31. März abgerissen hat. Auf dem Kalender wurde ja das Datum 1. April festgestellt. Und das hat in der Regel nur der Herr des Hauses, in dem Fall Andreas Gruber, getan. Also Kalender immer die abgelaufenen Tage abzureißen. Also ich frage mich, was es da überhaupt noch für andere Verdächtige gibt. Also hier spricht Kirche. Angenommen, die Kirche hätte jetzt diese Familie auslöschen wollen. Finde ich aber auch absurd, weil ist mir nicht bekannt, also bis auf hier schlechte Filme hier. Na, wie hieß er? End of Days, Arnold Schwarzenegger hier, wo jemand von der Kirche Leute ermordet hat, also zum Schweigen gebracht hat. Wenn die Kirche überhaupt jemanden versuchen will, wie sagt man, aus dem Weg zu räumen, dann ist diese Person auch für immer verschwunden. Ich habe jetzt auch ein Beispiel, was mir gerade einfällt, beim Papstattentat, also hier Johannes Paul II. Da ist nach diesem Papstattentat, also wo es auch verschiedene Verdächtigungen gab und verschiedene wilde Theorien, ist von einem Vatikanangestellten, weil da hat sich herausgestellt, hier Bestechung im Vatikan, Veruntreuung von Geld, dass da ein paar Millionen wahrscheinlich veruntreut wurden, also spurlos verschwunden ist das Geld. Da ist von einem Vatikanangestellten, der die Tochter entführt worden, Emanuela, oder so ähnlich, ich glaube, die ist ja bis heute nicht wieder aufgetaucht. Also so würde die Kirche jemanden möglicherweise aus dem Weg schaffen oder zum Schweigen bringen, dass von ihm Angehörige entführt werden. Und diese Person dann erpresst wird, also den Mund zu halten, oder halt alle verschwinden, also inklusive dieser, der möglicherweise der Kirche schaden würde. Hier hat ja diese Familie nicht in dem Sinne der Kirche geschadet, sie hat halt nur etwas gemacht, was absolut tabu war. Aber Thema Kindesmissbrauch wissen wir alle, also da braucht die Kirche nicht irgendwo mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Also gerade die katholische Kirche in Bayern, das war ja Bayern hier, der Tatort, die Tat, da ist ja die katholische Kirche, also halt einen starken Einfluss. Wissen wir ja selber. Also in der katholischen Kirche ist Kindesmissbrauch normal, aber auch im Islam. Also was immer gerne Moslems als Argument vorbringen hier, um gegen Christentum irgendwo schlecht zu reden, also sprich sich auf die katholische Kirche beziehen. Auch im Islam ist Kindesmissbrauch normal. Also Mohammed hat es ja vorgemacht hier. Er hat eine 9-Jährige, eine 6-Jährige geheiratet, hat die Ehe vollzogen, wo sie 9 Jahre alt war. Und dem Beispiel Mohammed, wo sie am geisteskranken, ekelhaften Perversen. Aber den Propheten folgen ja viele Moslems, also Kinderheirat und so weiter, oder Kindesmissbrauch ist auch im Islam gang und gäbe, also nicht nur in der römisch-katholischen Kirche. Und das zweite Ding, also hier mit der Verschwörungstheorie mit Reichswehr, also dass Andreas Gruber möglicherweise Waffen eingelagert hätte von der Reichswehr, was sie damals heimlich deponiert haben, also haben die Bedingungen des Versailler Vertrages unterlaufen, also die deutschen Streitkräfte. Das ist auch Blödsinn, weil, wie gesagt, wenn die Tatwaffe bei 5 der Opfern feststeht, also die erst später gefunden worden ist, diese Reuthaue mit dieser Schraube, Eigenkonstruktion von Andreas Gruber, nur er selber kam durch die Kreuzer der Spitzhacke zu Tode, dann würde, wie ich jetzt gerade schreibe,
Andreas Gilber kam durch eine Kreuz- oder Spitzhacke zu Tode, die anderen durch diese Reuthaube und wie gesagt, bei der Enkelin noch zusätzlich dieses Raubeisen, dieses Taschenmesser von ihm. Die würden wohl kaum irgendwo einen Hof betreten, also auch mehrere, komplett unbewaffnet, finden erst Waffen vor, können in dem Fall aber komischerweise damit umgehen, obwohl die Reuthaube ja, wie gesagt, nicht mit der Klinge nach vorne, bis auf das vorletzte Opfer, das der Enkel Josef verwendet worden ist, sondern immer nur mit dieser Rückseite, mit dieser Schraube. Also die Opfer hatten ja alle mehr oder weniger punktförmig Schädigungen am Schädel, wo halt die Schraube ins Gehirn eingedrungen ist und hat einen Tod verursacht. Im Fall von der Enkelin kam noch dieser Kehlenschnitt, also wahrscheinlich erst der Kehlenschnitt und dann nochmal ein Schlag, aber war ja mehr im Gesicht, also wahrscheinlich wie bei der Magd, um sie erstmal zu paralysieren. Also kann man nicht nur extra Schläge im Kopfbereich, wo das Hirn sitzt, also dass das Hirn dann nochmal getroffen wird, wenn der Schraube perforiert wird. Also das spricht schon mal gegen diese Theorie mit Reichswehr, also sprich ehemalige Soldaten hätten das gemacht, die würden wohl kaum irgendwo zum Tatort ohne Waffen hingehen und dann erst Waffen benutzen, die sie dort vorfinden. Die würden auch nicht ihre Waffen verstecken. Es wurden ja Waffen versteckt, wie gesagt. Die Tatwaffe von fast allen, die da zu Tode gekommen ist, also diese Reuthaube mit dieser Schraube dran, diese Spezial, diese Eigenkonstruktion von Andreas Gruber, sein Taschenmesser und das Bandeisen. Und so gut versteckt, dass er erst ein Jahr später beim Abriss des Hofes gefunden wurde. Und Kirche ist, wie gesagt, mir nicht bekannt, dass die Kirche einen Killer schickt oder halt ein Killerkommando schickt. Also das ist alles nur wie bei Jack the Ripper hier, die königliche Verschwörung und was da alles für lustige Theorien gibt und lustige Tatverdächtige gibt, das ist alles nur, wie sagt man, übertriebener Quatsch. Sekunde, ich habe erstmal meine Tasse ausgetrunken, weil wenn ich hier weiterrede, wird er hier wieder kalt, also den ich bereits in die Tasse eingeschenkt hatte. Das Einzige, was gegen den Nachbarn spricht, Lorenz Schlittenbauer, ist, falls er am Morgen oder im Laufe des Tages des 1. April, also dem 1.4.1922, die Leichen vorgefunden hat, dass er nicht sofort den Fall gemeldet hat, das könnte dafür sprechen, dass er Andreas Gruber erwischt hat. Es wurde ja, wie gesagt, wahrscheinlich versucht, den Boden aufzuhacken im Stallbereich oder irgendwo anders. Ich gehe davon aus, im Stallbereich, unmittelbar in diesem Leichenberg, der da im Stallbereich bereits war. Ist aber nicht möglich gewesen, weil der Boden gefroren war. Also war dasselbe Boden wie draußen vor dem Stallbereich. Also hart, wie sagt man, der Boden unten drunter, also unter dem er läuft. Also derjenige, der davor der Leichen zu verscharren kam, nicht tief. Dass er ihn überrascht hat, hat ihn dann wirklich mit der Kreuzhacke, mit der Spitzhacke zu Tode gebracht. Und das würde dann natürlich auch dafür sprechen, dass er ebenfalls die anderen Opfer nicht gemeldet hat, weil dann hätte er ja zugeben müssen, ja, ich habe Andreas Gruber gerade erwischt, wie er die Leichen verschwinden lassen wollte und habe ihn getötet. Und es wurde ja, wie gesagt, auch von einer Person, die da in der Nacht dann vom 1. zum 2. vorbeikam, jemand am Ofen entdeckt, der war höchstwahrscheinlich genau wie die Tröge, wo diese Kreuz- oder Spitzhacke entdeckt worden ist, durch die Andreas Gruber zu Tode gebracht worden ist. Der war ja irgendwo vor den Gebäuden. Also diese andere Person hat da irgendwie jemanden gesehen, aber konnten halt nicht erkennen, wer es war. Der da irgendwas verbrannt hat, was auch unangenehm gerochen hat. Also höchstwahrscheinlich blutige Kleidung oder wie ich auch in den anderen beiden Videos beschrieben habe, vielleicht Utensilien, sprich Tagebücher, sonst was. Also, was natürlich hier an die Öffentlichkeit gelangen sollte, die Informationen, die da notiert waren, mit Ledereinband und so weiter, und wir wissen alle, also wer schon mal Leder irgendwo angebrannt hat, es riecht ja unangenehm. Also, wenn Leder anfängt zu brennen, das hat ja keinen schönen Geruch. Wie es üblicherweise halt im Ofen war, da wurde ja sonst nur Brot drinne gebacken, also das riecht eigentlich angenehm, wenn es gebacken wird. Wasser riecht eigentlich nicht, also was da auch in dem Ofen erhitzt worden ist, also sprich, man hat Eimer oder irgendwelche Behältnisse in die Glut reingestellt. Also die hatten weder Stromanschluss noch hatten die fließend Wasser. Also die haben wahrscheinlich eine Pumpe gehabt oder mehrere Pumpen oder halt einen Brunnen wie früher, also wie im Mittelalter, haben Wasser mit einem Eimer da rausgeschöpft aus dem Brunnen.
diese Person konnte der andere, der dann diese Person da entdeckt hat, in der Nacht vom 1. zum 2. aber nicht beschreiben, wer das war, weil diese Person kam mit der Taschenlampe auf ihn zu und hat ihn dabei angeleuchtet, also ins Gesicht geleuchtet. Also er hat die Person nicht erkannt und auch, wie gesagt, die Person hat wahrscheinlich nicht gesprochen, die kam nur relativ schnell auf ihn zu mit seiner Taschenlampe. Also das hätte möglicherweise dann, wenn Lorenz Schlittenbauer später Andreas Gruber getötet hat oder bereits alle 6 Leichen vorgefunden hat, das hätte Lorenz Schlittenbauer sein können, habe ich ja auch in den anderen beiden Videos erklärt, weil da war ja der Hund dabei. Der Hund war ja am Schluss lebend vorgefunden worden mit den restlichen Leichen in der Scheune oder in dem Stall, aber halt mit der Verletzung am Auge. Weil ich kann es mir nur so erklären, dass dieser Hund nicht nur Andreas Gruber nicht angebellt hätte oder angegriffen hätte, wenn Andreas Gruber der Mörder ist oder beziehungsweise der Mörder war, sondern ebenfalls auch Lorenz Schlittenbauer nicht. Oder diesen einen Knecht, was da auch die Magd, die den Hof vorher verlassen hat, gesagt hat, bei diesem einen ehemaligen Knecht hat er auch nicht gebellt. Also den hat er auch nicht als gefährlich betrachtet. Diese andere Person, die da jemand gesehen hat, der nachts den Ofen in der Nacht vom 2., vom 1. zum 2. benutzt hat, also sprich irgendwas verbrannt hat, was ihn begerochen hat, da war ja wahrscheinlich der Hund dabei, also dass der Hund dann wegen ihm gebellt hat, deswegen kam dann diese Person mit der Taschenlampe auf ihn zu. Also der hat dann erst bei ihm angeschlagen, der Hund vorher nicht, bei dieser Person, die da was verbrannt hat. Diese Person hat den Hund in seiner unmittelbaren Nähe gehabt und der Hund hat die Person weder angebellt noch angegriffen. Kann ja nur heißen, es kommen diese 3 Leute, wo nachweislich der Hund wahrscheinlich nicht auf die losgegangen ist und die auch nicht angebellt oder als Feind betrachtet hat, in Frage. Der Hofherr, sprich Andreas Gruber, der Nachbar, sprich Lorenz Schlittenbauer oder dieser ehemalige Knecht. Es sei denn, der Hund hätte auch bei anderen nicht sofort aggressiv reagiert. Das war ja, wie heute Kampfhunde immer gerne beschrieben werden, hier gefährliche Bluthunde, also Schäferhunde oder sonst was oder Pitbull oder Terrier oder sonst was, es war ja ein Spitz, also wissen wir ja selber, Spitze sind eigentlich relativ friedlich und freundlich, also eigentlich gute Familienhunde, also sprich gute Wachhunde, aber halt weniger, dass die extrem als aggressiv gelten. Also mir ist es egal, greift mich weiter und kritisiert mich weiter, habe ich kein Problem damit. Drohung und so weiter und Beschimpfung tue ich natürlich dann löschen oder halt auch möglicherweise andere Konsequenzen ziehen. Ich habe dutzende Fakten genannt, die für Andreas Gruber als Täter sprechen und ich bin nicht der Erste. Der andere Kram, also wie gesagt, okay, Lorenz Schlittenbauer lasse ich möglicherweise als zweiten Verdächtigen gerne gelten, weil höchstwahrscheinlich möglicherweise Lorenz Schlittenbauer Andreas Gruber später getötet hat, also nach diesen Morden, nach dieser Tatnacht. Oder möglicherweise weitere Täter haben Andreas Gruber dann später zu Tode gebracht. Also andere Täter, die dann natürlich nie entdeckt worden sind, also ohnehin ist ja kein Täter dingfest gemacht worden. Dieser andere Quatsch hier mit Kirche, die Kirche hat ja die Hände im Spiel gehabt, der Reichswehr, das ist alles nur... Ich sag mal, Märchenstunde, also wie bei Jack the Ripper hier mit der königlichen Verschwörung. Also wer so an sowas glaubt, der zieht sich ja wirklich die Hose mit der Kneifzange an. Das nochmal als Nachtrag zum Thema Hinterkaifeck, die Morde von Hinterkaifeck. In der Nacht vom 31.03.1922 auf dem 1.04.1922. Es ist schlimm genug. Und das werfe ich halt auch der Polizei vor, also wenn jetzt geschwiegen wird, im Jahre 2007, wo da angeblich nochmal eine Untersuchung stattgefunden hat. Es waren sich alle einig, aber es wurde dann der Täter, bei dem sich alle einig waren, nicht genannt, was dafür spricht. Den war irgendwann klar, Andreas Gruber muss der Mörder sein. Es ist schlimm genug, dass der Mörder mittlerweile über 100 Jahre, der Fall ist jetzt 101 Jahre her, immer noch im selben Grab wie seine Opfer liegt. Also zwar ohne Köpfe, die wurden ja wie gesagt abgetrennt. Gerichtsmedizinische Untersuchungen, die sind irgendwann im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich zerstört worden durch Bombenangriffe. Wissen wir ja selber, Deutschland im Zweiten Weltkrieg Spreng- und Brandbomben. Erst hat man Sprengbomben geworfen, um die Gebäude zu beschädigen, also sprich die Dächer abzudecken. Dann wurden Brandbomben geworfen, also dass die Flammen im Gebäude überall hingekommen sind.
Da ist eigentlich mehr oder weniger alles zerstört worden, was nicht unterirdisch irgendwo eingelagert war. War in dem Fall wahrscheinlich auch so. Die eigentlichen Skelette werden mittlerweile auch komplett sich zersetzt haben, also zu Staub zerfallen sein. Sonst wäre wirklich die einzige Gerechtigkeit, die man heute noch den Opfern antun kann, falls noch Knochen vorhanden wären, die männlichen Knochen aussortieren, also in dem Fall von einem erwachsenen männlichen, also sprich von Andreas Gruber, und die separat zu beerdigen. Dass die Opfer nicht mehr wie jetzt schon über 100 Jahre im selben Grab wie der Täter liegen müssen. Wird aber wahrscheinlich keiner tun, weil es wird sich beharrlich geweigert, Andreas Gruber auch nur als möglichen Täter in Betracht zu ziehen. Dabei gibt es, wie gesagt, Dutzende Fakten, die dafür sprechen. Und das andere ist schöne Fantasie, kann man sagen. Aber wie gesagt, Macht, also beim Fall von Jack the Ripper, deswegen habe ich das immer wieder als Vergleich genannt, ist es so ähnlich. Die Leute wollen gar nicht irgendwo, dass das abgeklärt wird. Die wollen ihren Wunsch tatverdächtigen, den sie bereits im Kopf haben, und gleichzeitig irgendwo sind die auch so sehr fasziniert von diesem abscheulichen Verbrechen hier. Das war ein abscheuliches Verbrechen, die Taten von Jack the Ripper waren abscheuliche Verbrechen, dass die immer weiter daran herumdoktern und noch herumforschen wollen. Bis entweder ihr Wunschtatverdächtiger angeblich nachgewiesener Täter war oder halt nie aufgeklärt wird. Also manche Leute haben echt, ja und hier, also Tourismus, im Fall von Jack the Ripper 135 Jahre hier hinter Kalfig und dann ein Jahr her, ist ja auch klar, also es ist ja auch eine gute Einnahmequelle, also man verdient ja Geld, sowohl mit Büchern als auch mit Spielfilmen, als auch mit Dokumentationen. Es werden da Führung veranstaltet, also mittlerweile gibt es ja diese Gedenkstätte nicht mehr am Tatort hier, dieses Smart Herald, das wurde ja 2002 abgetragen. Wahrscheinlich, damit es langsam mal in Vergessenheit gerät, jetzt 100 Jahre, also letztes Jahr waren es 100 Jahre später, mittlerweile 101 Jahre später. Jetzt Anfang des neuen Jahres, also jetzt am 31. März 2024, die hat sich dann bereits zum 102. Male, die Tatnacht. Es wären irgendwelche Hotels wahrscheinlich in der Nähe von diesem Tatort immer noch gut Geschäfte machen, also mit Touristen, die extra wegen der Scheiße dahin pilgern. Naja, es gibt halt wirklich kranke Leute. Und die hätten wahrscheinlich auch irgendwann dieses Smart Hell gestohlen, diese Gedenkstelle am Tatort. Also deswegen wurde die wahrscheinlich auch entfernt. Also ist ja auch schon vorgekommen. Was Leute dann wirklich irgendwo, also warum auch teilweise bei prominenten Gräber mit einer Betonplatte und sonst was gesichert werden oder halt wirklich die Urne, wenn es Verbrennung war, Feuerbestattung, woanders, wie sagt man, bestattet wird, dass das dann meistens nicht an öffentlich zugänglichen Orten ist, also damit dann nicht irgendwo Grabräuberei jemand auf die Idee kommt, was zu stehlen. Ist ja nicht mehr wie damals, wo wirklich noch Menschen, also der komplette Körper, begraben worden, also inklusive, wenn sie Schmuck gehabt hätten, inklusive Schmuck, aber der wird in der Regel sowieso wahrscheinlich entfernt. Also wenn, dann waren sie höchstens in irgendwelchen Kleidern oder in irgendwelchen sogenannten Leichenhemden, also sprich, ihr wisst das selber, also wie früher Menschen bestattet worden sind, also wo der ganze Körper bestattet worden ist. In dem Fall irgendwie nicht der ganze Körper, die Köpfe wurden ja nicht mit bestattet. Das noch mal als Nachtrag zum Thema Hinterkaifeck. Mir ist es eigentlich ja egal. Also wie gesagt, ich muss nicht beweisen, dass Andreas Gruber der Mörder war. Für mich war es. Wenn ihr gerne an was anderes, also wenn ihr an was anderes glauben wollt und euch da krampfhaft dran festhaltet, schön. Aber greift Leute nicht an, die euch wirklich nur Fakten genannt haben. Und ich habe euch nur Fakten genannt. Ich habe mir das nicht irgendwo ausgedacht. Ich habe dann meine eigene Meinung dazu angegeben. Das kann man mir gerne vorwerfen, dass ich da möglicherweise einen Denkfehler hatte. Aber wie gesagt, alles andere hier, entweder lasst eure Kritik, also gerade unsachliche Kritik in Richtung Pöbelei, negatives Abklecken, Beschimpfung, Drohen, oder ich tue halt dann irgendwo weitere Konsequenzen daraus ziehen. Alles andere
Ist mir wurscht, also wer gerne jemand anders als Tatverdächtigen hat oder an was anderes glauben möchte. Gut. So viel nochmal abschließend zum Fall hinter Kaifeck. Also das ist jetzt endgültig das letzte Video, was ich zum Fall hinter Kaifeck mache, weil es reicht auch. Also ja, mehr habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Okay. Dann bis zum nächsten Video. Ich habe einige Ideen. Ich werde es jetzt noch nicht sagen, welche Ideen. Weil ich bin noch nicht ganz einig, in welcher Reihenfolge ich das mache. Also meine Ideen möglicherweise dann in weitere Videos umsetze. Also deswegen möchte ich die jetzt nicht ankündigen, um dann nicht, wenn ich es mir doch anders überlege. In der Regel mache ich sowas spontan. Um dann nicht Leute zu enttäuschen, die dann wirklich schon sich auf ein bestimmtes Thema gefreut haben. Also, es werden weitere Videos folgen, aber ich sage halt noch nicht welche. Lasst euch überraschen. Und ich werde mir nicht so sehr, also zu viel Zeit lassen. Also in naher Zukunft folgen weitere Videos von mir. Sagen wir es mal so, okay. Dann erstmal viel Spaß. Klingt jetzt etwas unangemessen hier bei dem Thema, aber ist halt so. Also, man kann ja trotzdem Spaß haben, also indem man sich über irgendwas informiert. Deswegen muss man ja nicht irgendwo fasziniert von Verbrechen sein. Also sprich, wirklich geisteskranke Leute, die da auch noch hinfahren und so weiter. Könnte ich jetzt noch Vergleiche bringen, also hier Thema Drachenlord mit seinen Hatern, die da auch zu dem hingefahren sind und so weiter. Aber naja, okay, das würde jetzt zu weit führen. Also es gibt halt solche Menschen, das wissen wir. Und ich werde es auch immer geben, und das ist halt eine komische Unart der Menschen. Bis zum nächsten Mal. Sekunde, ein paar, also ich warte noch ein paar Sekunden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute, entschuldigt, falls es jetzt doch nochmal ein, in dem Fall sogar ein fünftes Video wird zum Fall hinter Kaifeck. Aber ich habe es ja erklärt. Also wie gesagt, normalerweise denke ich immer, nachdem ich mich genug ausgelassen habe, das Thema ist hinreichend geklärt. Das Thema ist eigentlich, wie es im, also ich freue den Titel ja nicht unbedingt, um Klicks zu generieren, um Zuschauer anzulocken. Sondern es ist ja wirklich so voll gelöst, oder beziehungsweise die Morde von Hinterkaifeck am 31.03.1922 gelöst. Es wäre eigentlich bereits im Jahre 1923 gelöst gewesen, also ein Jahr nach der Tat, knapp ein Jahr nach der Tat. Die war ja am 31.03.1922, die Tat. Oder in der Nacht vom 31.03. auf den 1.04.1922. Und im darauffolgenden Jahr, also knapp ein Jahr später, im Februar 1923, wurde das Areal abgerissen, und dabei wurden dann die Tatwaffen gefunden. Also die hauptsächlich verwendeten Tatwaffen, außer bei Andreas Gruber. Da war es von Anfang an diese Spitze der Kreuzhacke, die ja wie gesagt unmittelbar am 4.4.1922 bereits gefunden wurde. Also so wie ich es ausgedrückt habe, also hier Titel vom Video, die Morde vom Hinterkaifeck am 31.03.1922- gelöst. Es ist so, es wäre damals bereits im Februar 1923 gelöst gewesen. Es gibt eigentlich, also gerade hier in dem Fall, also wie soll ich das erklären? Tun wir es mal jetzt vergleichen mit anderen ungelösten, angeblich kalten Kriminalfällen, ungelösten Kriminalfällen. Schwerpunkt oder besonders hauptsächlich der Fall Jack the Ripper. Inzwischen dieses Jahr 136 Jahre ungelöst. Vergangenes Jahr, wo ich Videos darüber gemacht habe, waren es 135 Jahre ungelöst. Jetzt in diesem Jahr, am 31.03.2024, wäre dann der Fall Hinterkaifeck 102 Jahre ungelöst. Vergangenes Jahr, wo ich angefangen habe, Videos zu machen, also seitdem ich permanent immer da angegriffen werde, warum ich jetzt nicht nochmal dazu äußere, waren es hunderten Jahre, wo es ungelöst ist. Es gab aber eigentlich, wenn man wirklich mal sich die reinen Fakten anguckt, und die Fakten sind vorhanden, die wurden damals bereits festgestellt. Und es gab damals auch schon bereits den Verdacht
auf Andreas Gruber. Sogar heute äußern das noch genug Leute. Obwohl Andreas Gruber ja immer angeblich als unschuldig gilt, sprich, er ist hinterher bei den Leichen dabei gewesen. Also er ist hinterher zusammen mit den restlichen Leichen gefunden worden. Am 4.4.1922, beziehungsweise wo dann erstmal die Ermittlungen richtig stattgefunden haben, wo er erstmal richtig die Untersuchung gestartet hat, am 5.4.1922. Aber es sprechen doch sämtliche Fakten, die anschließend ermittelt, sprich dokumentiert, sprich so vorgefunden worden, sprich aufgezeichnet worden, es sprechen doch sämtliche Fakten und auch Begebenheiten, die andere Zeugen, die leider erst später vernommen wurden oder sich zur Tat geäußert haben oder zu ihren Eindrücken, zu ihren Vermutungen oder zu dem, was sie wirklich gesehen haben, vernommen, also befragt worden sind, sprechen doch sämtliche Fakten dafür, dass nur Andreas Gruber der Täter gewesen sein kann. Sprich, er kam nicht am 31.03.1922 zu Tode und vor allem kam er ohnehin nicht als erstes Opfer zu Tode. Das ist absoluter Schwachsinn. Das erste Opfer war höchstwahrscheinlich Viktoria Gabriel, die abgesehen von ihren Verletzungen am Kopf, also von dieser Reuthaue, von dieser verwendeten Tatwaffe bzw. der Schraube an der Rückseite von dieser Reuthaue, die ja bei fast allen Opfern so mit dieser Schraube, also verkehrt rum, verwendet worden ist, die ja auch noch Würgemale am Hals hatte, also sprich, man konnte Abdrücke feststellen von Fingern, also dass jemand versucht hat zu erwürgen. Deswegen habe ich ja spekuliert, es wäre auch möglich gewesen, Viktoria Gabriel war, wie gesagt, Besitzerin von dem Hof bereits, von dem Areal. Also Andreas Kuper war bereits ihr Angestellter zu seinen Lebzeiten und auch zu ihren Lebzeiten. Und das wäre sein Hauptmotiv gewesen, wenn Viktoria Gabriel irgendjemand geheiratet hätte oder besonders Lorenz Schlittenbauer geheiratet hätte, dass er dann hätte gehen können, dass er dann praktisch abgesetzt gewesen wäre. Also seine Macht hier bis zum Abend zum Tatzeitpunkt dieser Tatnacht, bis zum Abend des Tatzeitpunktes, höchstwahrscheinlich des Tatzeitpunktes. Also es ist ja nicht genau klar, ob es wirklich genau jetzt am Abend des 31.03.1922 stattgefunden hat oder ob es in der Nacht vom 31.03.1922 auf den 1.4. stattgefunden hat. Stattgefunden hat es auf jeden Fall. Also in diesem Zeitraum. Und bis dahin war Andreas Gruber, Sekunde, ich habe eine Kippe in der Hand, also ich rauche so kurz nebenbei zu Ende. Ja, kommt dann halt, wenn ich mal an der Zigarette ziehe und so oder auch mal einen Schluck trinke, kommt dann halt natürlich Pausen zustande. Nur wie gesagt, ich bin keine Maschine. Also ich muss auch zwischendurch mal Luft holen, ich muss auch zwischendurch mal einen Schluck trinken, weil wenn ich hier die Rede die ganze Zeit rede, ist ja klar, irgendwann wird der Mund trocken. Andreas Gruber hätte seine Macht, die ohnehin schon geprickelt hat. Also er war bereits der Angestellte von Viktoria Gabriel. Im Grunde war nicht Andreas Gruber der Herr auf dem Hof, sondern Viktoria Gabriel war die Herrin des Hofes. Es war ihr Areal. Es wurde ihr von der Familie, aus der Viktoria Gabriel und Cecilie Gruber gestammt haben. Ich kenne jetzt leider den Familiennamen nicht mehr von dieser Familie, weil Viktoria Gabriel hat ja diesen Karl Gabriel geheiratet, also hat er ja dann seinen Nachnamen getragen. Cecilie Gruber, die Frau von Andreas Gruber, hat ja dann seinen Namen getragen, also sprich, hieß er dann Cecilie Gruber. Also es ist schwer jetzt festzustellen, wer genau die Familie war, aus der ursprünglich Viktoria Gabriel und Cecilie Gruber gestammt haben. Aber diese Familie war noch am Leben und auch noch bekannt, weil nach der Tat hat ein Angehöriger aus der Familie Gabriel, sprich der Bruder von Viktoria Gabriels angeblich verstorbenen Mann, sprich Karl Gabriel, der offiziell im Dezember 1914 gefallen ist, also im Ersten Weltkrieg. Ja, ich habe gerade meine Zigarette ausgemacht, deswegen musste ich mal kurz eine Pause einlegen. Sekunde, jetzt trinke ich kurz einen Schluck, weil der Mund wird schon wieder trocken. Ich sagte es ja bereits, ich bin keine Maschine. Also wie gesagt, wenn ich das hier von Hand erzähle, also aus dem Stegreif erzähle oder halt Sachen vorlese, ich muss ja zwischendurch auch mal einen Schluck trinken, um meinen Mund feucht zu halten. Irgendwann trocknet der Mund ja aus, wenn man die ganze Zeit permanent spricht. Jetzt hat jemand aus der Familie Gabriel, sprich der Bruder von Karl Gabriel, also der ehemalige Schwager von Viktoria Gabriel, hat dann den Hof gekauft im September 1922, also knapp ein halbes Jahr nach der Tat, und hat ihn darauf nochmal
knapp ein halbes Jahr nach der Tat, sprich im Februar 1923, zusammen mit dem ehemaligen Schwiegervater von Viktoria Gabriel, also dem Vater von Karl Gabriel, der hieß auch Karl Gabriel, also Karl Gabriel, der Ex-Mann, der verstorbene Ex-Mann von Viktoria Gabriel, war in Wahrheit Karl Gabriel Junior, der Vater von ihm war in Wahrheit Karl Gabriel Senior. Es hat dann der Bruder von Viktoria Gabriels ehemaligen Mann und der ehemalige Schwiegervater von Viktoria Gabriel haben dann dieses Areal gekauft, diesen Hofbereich, den wollte ja keiner mehr haben nach der Tat, nach der Tat. Und haben das dann im Februar 1923 abreißen lassen. Und da kamen erst die Tatwaffen zum Vorschein, sprich die Worten von einem Täter. Und jetzt genau zuhören, wer bis hierhin noch dran geblieben ist. Das kann nur Andreas Gruber gewesen sein. Die Worten von einem Täter, der nach der Tat da geblieben ist, und dafür sprechen x Beweise, also sprich praktisch dutzende Beweise. A, oder erster Punkt, dieser Täter hat sich auf dem Dachboden aufgehalten, sprich höchstwahrscheinlich war es Andreas Gruber, also sehr wahrscheinlich war es Andreas Gruber, also sprich, er kam nicht als erstes Opfer zu Tode, er war auch nicht, wie gesagt, unmittelbar eins der angeblichen Opfer in der Tatnacht vom 31.3. auf dem 1.4.1922 oder am Abend des 31.3.1922, weil er hat ja seine Sachen gewaschen, also sprich, er ist ja dann später in Unterwäsche abgefunden worden, ein paar Wochen abgefunden worden, auf diesem Leichenberg als einziges nur Gesicht nach unten, also ganz oben auf dem Leichenberg hat er drauf gelegen, die im Stall gefunden worden, die vier Opfer, also mit ihm zusammen vier Opfer, also außer ihm drei Opfer, und die anderen Opfer lagen ja unter ihm mit dem Gesicht nach oben. Also genau in der Reihenfolge, wie sie wahrscheinlich auch getötet wurden. Erst Viktoria Gabriel, Würgemale am Hals, neun Schläge von dieser Reuthaue, von dieser Schraube an der Reuthaue, an der Rückseite von der Reuthaue. Sprich, das war eine alte Konstruktion von Andreas Gruber. Er hat sie vorher bereits im Schweineschlachten verwendet. Sprich, Andreas Gruber hat Viktoria Gabriel mit dieser Tatwaffe getötet, nachdem er sie vielleicht möglicherweise bewusstlos gewirkt hat. Oder kann man sagen, eigentlich vielleicht schon wirklich durch Wirken, also durch Erwirken, zu Tode gebracht hat. Er hat dann, um auf Nummer sicher zu gehen, dass Viktoria Gabriel wirklich tot ist, hat nochmal 9 Schläge an ihrer rechten Kopfseite angebracht, also an dem liegenden Opfer. Sprich, Andreas Gruber war wahrscheinlich Linkshänder. Ich habe es ja erklärt, ich bin ja selber Linkshänder. Ich würde das genauso tun, wenn ich jetzt der Täter gewesen wäre. Danach kam das zweite Opfer. Also was ebenfalls im Gesicht nach oben lag, auf Viktoria Gabriel drauf, Cecilie Gruber, also seine Ex-Frau, also in dem Fall seine Ex-Frau, wenn er noch länger die Tat überlebt hat, ebenfalls mit dem Gesicht nach oben. Die hatte 8 Löcher im Schädel, ebenfalls auf der rechten Kopfseite. Also in beiden Fällen Viktoria Gabriel, Cecilie Gruber war, wie man so schön sagt, wie es auch wahrscheinlich im Fachjargon so genannt wird, hat eine Übertötung stattgefunden, also diese Opfer wurden exzessiv malträtiert, also geschlagen mit der Reuthaue, also um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie wirklich definitiv tot sind. Das Prinzip habe ich auch erklärt, also warum überhaupt diese Reuthaue als Zeitwaffe von Andreas Gruber umfunktioniert bzw. kreiert wurde. Er hat sie bereits vorher zum Schlachten verwendet, also um damit Tötungen bei Schweinen oder anderen Tieren zu verursachen, also sprich, die Schraube soll ins Gehirn eindringen, also soll eine punktförmige, wie es auch bei den Opfern war, also bei den meisten Opfern, soll eine punktförmige Perforierung im Gehirn verursachen und dadurch verstirbt halt das Opfer, also ist halt eine irreparable Hirnschädigung eingetreten. Und danach kann, also in dem Fall, wenn er sie wirklich zum Schlachten verwendet hat, sprich für Schweine, für Rinder, also Kühe oder so weiter, also weibliche Rinder, dadurch ist es erstmal, wie sagt man, ist bereits der Todesfall eingetreten. Also wie es eigentlich in europäischen Ländern üblicherweise gemacht wird, also dass man das Tier erst tötet. Also es war wie ein Bolzenschussgerät. Heute wird, also in modernen Zeiten, wird ein Bolzen, wie es der Name schon sagt, Bolzenschussgerät, wird ein Bolzen in das Gehirn vom Tier reingeschossen. Und dadurch ist das Tier bereits definitiv tot, sprich Hirntot. Und dann erfolgt der Schnitt durch die Kehle. In islamischen Ländern oder im Judentum ist es nicht üblich, da erfolgt ausschließlich der Schnitt durch die Kehle. Also sprich, Tiere werden betäubungslos geschlachtet. Wissen wir, das ist
kein Geheimnis. Das findet da heute noch statt, obwohl mittlerweile der Tierschutz auch im Grundgesetz vertreten ist. Aber ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, warum Andreas Kurve überhaupt diese Tötwaffe benutzt hat und warum er überhaupt als einziger in Frage kommt als Täter, weil er bereits die Erfahrung hatte. Er hatte diese Erfahrung. Er hat sie zum Schlachten verwendet, sowohl von Schweinen als auch von Rindern. Also unabhängig, ob es männliche Rinder waren, Ochsen, oder ob es Kühe waren, also weibliche Rinder. Er hat auch, wie gesagt, diese Tatwaffe für die meisten Opfer außer ihm selbst verwendet. Er selber starb durch eine Kreuz- oder Spitzhacke. Also durch wahrscheinlich nur einen massiven Schlag von einer Kreuz- oder Spitzhacke im Halsbereich, im unteren Teil des Gesichtes, also sprich im Kieferbereich. Also es muss auch der Knochen teilweise, also die Haut ist aufgeplatzt an der Wange, also im Gesicht, an der Backe. Also nicht die Pobacke, sondern Backe im Gesicht, also die Wange. Es muss auch die Wange aufgesprungen sein, also die Haut ist aufgeplatzt dadurch, durch diese Verletzung. Und der Wangenknochen, also sprich der Kieferknochen, also das eigentliche Gebiss, ist teilweise aus dem Kopf ausgetreten, also seitlich des Kopfes. Ja, es klingt alles grausam, aber es war halt wirklich der Fall. Ich habe es ja schon mal gesagt, wer das nicht verträgt, dass ich das wirklich Fakten für Fakten für Fakten, Tatsachen für Tatsachen für Tatsachen, Detail für Detail. Für Detail die reine Wahrheit, genauso wie es ermittelt worden ist, genauso wie es stattgefunden hat, schildere. Der soll einfach das Video zumachen, der soll gar nicht weiterschauen. Wie gesagt, also eure Kritik, eure ganze Pöbelei und negative Abklickerei, das ist sowas von Rotzbe kloppt. Ich denke mir das doch nicht aus, was ich hier erzähle. Das habe ich doch, wie gesagt, irgendwo selber nachgelesen und ihr selber werdet auch in der Lage, das nachzulesen. Das ist ja das, warum ich immer wieder ein neues Video machen, aber ich habe erklärt, ich lasse mir von euch lernen. Ich glaubt ja nicht, dass ihr das schafft, dass ihr mich zum Schweigen bringt. Also sprich, die reine Wahrheit hier irgendwo verdreht oder unterdrückt. Und ich habe die reine Wahrheit genannt, ausschließlich die reine Wahrheit genannt. Ich habe mehrmals die Leute abgefordert, prüft jeden einzelnen Punkt nach, den ich hier genannt habe. Jeden einzelnen Punkt. Da bin ich von jemand anders angegriffen worden, also jetzt beim letzten Video zum Thema Hinterkaifeck, der hat sich dann an Kleinigkeiten hochgezogen. Ich hätte dieses gesagt. Und hinterher im selben Satz oder, keine Ahnung, 2, 3 Minuten später hätte ich was anderes gesagt. Ich habe natürlich alles zusammengefasst. Da kann es passiert sein, dass ich auch mal mir teilweise selber widersprochen habe. Aber es ändert nichts an den Fakten. Und die Fakten sind da. Also es war ein ganz primitiver, ein ganz billiger. Da sieht man schon, wie bekloppt die Leute sind. Also im Grunde geisteskrank, geistesschwach. Mir das Wort im Mund rumzudrehen, also hat sich dann an Kleinigkeiten versucht hochzuziehen. Um mir irgendwo so nach dem Motto, um die Fakten in Abrede zu stellen, also um mich als Lügner hinzustellen, als Spinner hinzustellen. Und dabei könnte jeder von euch, wie ich euch wiederholt abgefordert habe, genauso wie ich die Fakten prüfen, die Fakten nachlesen. Also spätestens dann ergibt sich Andreas Kober automatisch als Täter. Gut, jetzt bin ich aber wieder zu weit vom Thema abgekommen. Also nochmal, Andreas Kober hat diese Waffe verwendet. Für seine Opfer, weil alle kamen mehr oder weniger durch Schläge mit dieser Reuthaube zu Tode, aber abgesehen davon auch noch, wie im Fall von Sidi Gabriel, seiner Enkelin, möglicherweise war es in Wahrheit eigentlich seine Tochter, also sprich sexueller Missbrauch, zwischen Viktoria Gruber und Andreas Gruber, also er war in Wahrheit auch der Vater von Sidi Gabriel. Ja, ist schlimm, aber es war halt so, Andreas Gruber war bereits ein verurteilter Kinderschänder, also sprich ein Kindesmissbraucher, also jemand, der Inzest, Inzucht betrieben hat mit Viktoria Gabriel. Sie hat das selber bestätigt, als sie dann beide angeklagt worden sind, also sowohl Andreas Kober deswegen angeklagt worden ist, zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt worden ist, also sprich Strafarbeit, Zwangsarbeit. Viktoria Kober wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, zu einem Monat Gefängnis verurteilt, Entschuldigung. Die hat dann wirklich nur die Zeit in der Zelle abgesessen. Da habe ich ja einen Unterschied schon. Auch in anderen Videos erklärt, was der Unterschied zwischen Zuchthausstrafe ist oder damals war. Mittlerweile ist es ja anders geregelt im Strafgesetz und Gefängnis. Also damals gab es einen Unterschied zwischen Zuchthausstrafe oder sogenannter Festungshaft, also sprich verschärfter Haft, also inklusive Zwangsarbeit, Strafarbeit, auch mit Einschränkungen bei den Haftbedingungen, also sprich mit Schlägen. Also die waren ja ohnehin erlaubt, Schläge vom Gefängnispersonal, gerade bei Gefangenen, die sich
widerständig, die sich aufspenstig verhalten haben. Und normaler Gefängnishaft, also sprich in dem Fall bei Viktoria Gabriel, die hat nur einen Monat in Gefängnishaft verbracht, also hat nur in der Zelle gesessen. Andreas Gruber hatte ein Jahr Zuchthaus, also schwere Strafarbeit, schwere Zwangsarbeit. Das war auch der Grund, warum er, wenn er wirklich der Mörder gewesen ist, also der Täter, und hinterher sich auf den Dachboden verborgen hat, warum er dann auch so, wie es auch die Fakten, die Tatsachen klarlegen, gehandelt hat und sich so verhalten hat, dass er zwar gefangen war auf dem Hof, also auf dem Areal nach der Tat, aber er hat zumindest seine Flucht in Anführungsstrichen eingeplant, also sprich, er hätte sich durch Flugzeile, die angebracht worden sind auf dem Dachboden, Dachziegel wurden verschoben, dass man sich nach allen Seiten umgucken kann. Er hätte bereits seine Flucht im Voraus geplant, aber nicht wirklich eine Flucht, dass er wirklich komplett entkommen wäre, sondern sein Ziel war, wie alle anderen Fakten und Hinweise darauf schließen lassen, also Tatsachen, dass er sich möglicherweise bis zu seinem Tod, sprich er hat gehofft, dass er erschossen wird, hätte verteidigen können mit Waffen, die er noch in seinem Besitz hatte, unter anderem auch, wie gesagt, die Tatwaffe, also sprich die Reuthaue, möglicherweise sogar diese Kreuzhacke, Spitzhacke, die dann bei ihm selber die Tatwaffe gewesen ist, also aus welchen Gründen auch immer, kann ich auch nochmal erläutern, was ich da selber vermute, und sein Taschenmesser. Anschließend hat er es aber irgendwann sich anders überlegt, also sprich, er hat möglicherweise wirklich nur noch die Kreuzhacke, die Spitzhacke als Tatwaffe bei sich getragen, durch die er dann selber zur Tode gekommen ist. Und hat aber die Reuthaue, sein Taschenmesser und das Raueisen, was er bei Silly Gabriel verwendet hat, versteckt auf dem Dachboden in einem sogenannten Zwischenraum, in einem Hohlraum, also in seinem sogenannten Fehlboden. Und zwar so gut, dass sie erst ein Jahr nach der Tat im Februar 1923 gefunden wurden. Und das widerspricht, jetzt genau zuhören, wer bis hier noch drin geblieben ist. Ihr Schwachsinnigen. Und ihr seid komplett dumm wie Brot. Ihr seid absolut schwachsinnig. Also wer jetzt Lorenz Schlittenbauer oder sonst wen im Verdacht hat, also generell jemand anzuketten, hier gibt es ja die verschiedensten absurdesten Theorien. Die Kirche hätte die Finger im Spiel, also sprich, die Kirche hätte angeblich ein Killerkommando geschickt, die Reichswehr hätte die Finger im Spiel. Weder hat die Kirche, wenn die wirklich die Finger im Spiel gehabt hätte, noch die Reichswehr, noch Lorenz Schlittenbauer, noch ein anderer angeblich Verdächtiger, einen Grund gehabt, die Waffen überhaupt da zu bleiben nach der Tat, sich auf den Dachboden zu verschanzen, zu verbergen, wie es Andreas Gruber getan hat. Darauf sprechen, wie gesagt, genug Hinweise. Der Kalender in der Küche wurde noch abgerissen, also einen Tag nach der Tat, also da ist Datum von 1. April, also 1.4.1922 angezeigt, obwohl die Tatnacht ja definitiv am Abend des 31.3. bzw. in der Nacht vom 31.3. auf den 1.4.1922 stattgefunden hat. Er war als einziger in Unterwäsche, er war als einziger barfuß, wo er später auf den Leichenhaufen gefunden wurde. Sprich, er hat seine Klamotten gewaschen, also die waren blutbesudelt, also er war der Täter. Er hat mit derselben Waffe, wo er bei Sidi Gabriel, also sein Taschenmesser, den Kehlenschnitt verursacht hat, es ist ja mittlerweile klar, dass Sidi Gabriel noch, also die Enkelin, die angebliche Enkelin von ihm, also möglicherweise in Wahrheit seine Tochter, dass die noch bis zu 2 Stunden später gelebt hat nach den anderen Opfern. Andreas Gruber seinen Opfern. Dass er sich an ihr sexuell vergangen hat, also sprich, die war auch teilweise entkleidet, das hat man hinter unter Teppiche gekehrt, genau wie meine andere Tochter von Andreas Gruber unter Teppiche gekehrt hat, also die bereits vor dieser Tatnacht verstorben ist, Sophie Gruber, von der er sich höchstwahrscheinlich ebenfalls sexuell vergangen hat und für deren Tod er verantwortlich ist, auch wenn er es nicht mit eigenen Händen getan hat. Also hat sie nicht mit eigenen Händen getötet, aber er hat sie halt brutal zu Tode kommen lassen. Er war in Unterwäsche gefunden worden, barfuß auf dem Leichenhaufen, lag oben drauf in den Gesicht da unten. Sidi Gabriel lag als drittes Opfer, seiner Opfer, auf dem Leichenhaufen unter ihm mit dem Gesicht nach oben. Also ganz unten lag Viktoria Gabriel mit dem Gesicht nach oben. Auf ihr lag ihre eigene Mutter, Cecile Gruber, mit dem Gesicht nach oben. Auf den beiden nochmal drauf lag Sidi Gabriel teilweise entkleidet. Also das spricht schon mal deutlich auf den sexuellen Missbrauch, wie gesagt, abgesehen von
Verstümmelung, also es wurde der Mund, der Kiefer zertrümmert mit einem Raueisen, mit dem sogenannten Bandeisen, also so Metallring von Andreas Gruber ist wahrscheinlich. Also sie wurde am Schreien gehindert, sie wurde am Hilferufen gehindert. Dann wurde sie teilweise entkleidet, also sprich, in dem Fall, wenn Andreas Gruber der Täter gewesen ist, darauf sprechen, wie gesagt, nicht nur das, sondern auch noch andere Hinweise, also etliche Hinweise. Hat er die Kleider mehr oder weniger vom Leib gerissen oder sie vielleicht seelenruhig sogar entkleidet, die war ja bereits verletzt. Die hatte ja eine Verletzung im Gesichtspunkt förmlich von dieser Reuthaube, genau wie die Magd. Also, um das Opfer erstmal zu paralysieren. Gleichzeitig wurde aber, wie gesagt, ihr auf den Mund oder auf den Kieferbereich geschlagen, also der Mund oder Kiefer wurde zertrümmert, also sprich, die konnte gar nicht mehr um Hilfe schreien, die hat ja noch möglicherweise wimmern können. Ja, das klingt alles brutal, aber es ist der Fall. Ich denke mir das nicht aus. Ich habe das nicht irgendwo, ich sag mal, das ist mir nicht letzte Nacht im Schlaf eingefallen, das ist mir nicht irgendwo auf dem Klo eingefallen, wo ich gerade selber mein Geschäft in Anführungsstrichen berichtet habe, wie es Andreas Gruber später auf dem Dachboden gemacht hat. Es sind Fakten. Wer das nicht erträgt, prüft diese Fakten nach. Wer mir unterstellen will, ich würde lügen. Es kann alles nachgeprüft werden, was ich hier erzähle. Also, er hat möglicherweise sie seelenruhig sogar entkleidet, nachdem sie bereits paralysiert war. Ihr Mund war zertrümmert, also sie konnte nicht mehr schreien oder Hilfe rufen. Oder hat er wirklich auf brutalste Art und Weise die Kleider vom Leib gerissen? Er selber war bereits entkleidet, also es wurde sogar darauf schließen lassen, er hat die erst mit der Reuthaue ins Gesicht geschlagen, genau wie bei der Magd, die hat auch eine punktförmige Verletzung im Gesicht, ebenfalls auf der rechten Gesichtshälfte, und genauso war es bei Silly Gabriel, sprich der Täter hat die Opfer erstmal paralysiert. Dann ist bei der Magd ein anschließender Schlag auf das Täteldach, also oben mittig, auf den Kopf erfolgt. Bei Silly Gabriel gab es, soweit mir bekannt ist, wirklich nur außer der Verletzung im Gesicht keinen weiteren Schlag mit der Reuthaue, da gab es dann, wie gesagt, diese Verstümmelung mit diesem Raueisen, mit diesem Bandeisen. Und am Schluss ganz brutal, 2 Stunden nach dem Todeszeitpunkt, nach der vermutlichen Tat und den anderen Opfern, an Sidi Gabriel gab es einen Schnitt durch die Kehle. Also, sprich, die Kehle wurde durchtrennt, also das Holz wurde durchgeschnitten. Vergesst nicht, Sidi Gabriel war zum Zeitpunkt ihres Todes gerade mal 7 Jahre alt. Andreas Gruber war bereits 64. Zum Abend der Tat oder überhaupt zum Zeitpunkt der Tat. Sidi Gabriel war 72, Victoria Gabriel war 35, das jüngste Opfer, also abgesehen von der Magd, bei der Magd bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob man auch zwischen 40 und 50 Jahre alt, das jüngste Opfer Josef Gabriel, also Einschlag mit der Vorderseite von der Reuthaue, war gerade mal 2 Jahre alt, also abgesehen davon, dass er in seinem Kinderbett lag, also mit diesem Faltdach oben drüber. Das Kind hätte nie im Leben irgendjemanden gesehen, geschweige denn auch später, wenn es in der Lage war, irgendwann später zu sprechen, identifizieren können. Also es bestand eigentlich, abgesehen von Andreas Gruber, also Motiven, die bei Andreas Gruber vorliegen, sprich er war auch der Vater, der Erzeuger von diesem Kind, nicht nur von Selig Gabriel. Es bestand für niemanden überhaupt einen Grund, dieses Kind, also das jüngste Opfer, zum Schweigen zu bringen, also 2 Jahre. Die wurde ja ganz brutal mit der Vorderseite von der Reuthaube, also sprich mit der Klinge von der Reuthaube, nicht mit der Rückseite, mit der Schraube, die bei fast allen Opfern, abgesehen von Andreas Gruber, verwendet worden ist, wurde ja im Kopfbereich oder im Gesicht ein Schlag verursacht, also durch das Dach von diesem Kinderwagen, von diesem Himmelbett. Und zwar so hart und so brutal, dass auch das Gehirn von diesem gerade mal 2-jährigen Opfer aus dem Kopf ausgetreten ist, hat innen in den Kinderwagen gespritzt. Ja, es klingt alles grausam, aber es ist nun mal so. Ich kann da nicht irgendwo, ich sag mal, das verharmlosen. Es ist die Verletzung, die ich hier gerade beschreibe. Ja, die klingen alle schlimm. Die klingen alle grausam, aber gerade das spricht dafür Andreas Gruber, dass der in der Lage war, überhaupt solche grausamen Taten zu begehen, was niemand anders einen Grund gehabt hätte, das so zu tun. Und das ist nur, wie gesagt, ein Punkt. Ich habe ja hier praktisch Dutzende Punkte genannt, die auf Andreas Gruber als Täter schließen lassen. Also das ist ja nur die Grausamkeit, die Berechenbarkeit, die sadistische Vorgehensweise, die Brutalität bei der Tatausführung, und zwar bei allen Opfern außer ihm selber.
Das ist ja eigentlich nur ein Punkt, der für Andreas Cooper spricht. Also abgesehen davon, dass er die Motive hat, wie ich es gerade erklärt habe. Das Hauptmotiv oder der hauptsächliche Grund für Andreas Cooper war, wie es bereits vor der Tat war, er hatte bereits seine Macht verloren, seine Macht hat nur noch gebröckelt. Also er war nicht mehr der uneingeschränkte Herrscher auf dem Hof. In Wahrheit war das Victoria Gabriel. Er war praktisch nur noch ihr Angestellter. Dann kam weiterhin dazu, hätte Victoria Gabriel Lorenz Schlittenbauer oder sonst wen geheiratet, wäre höchstwahrscheinlich seine Macht komplett vergangen. Also sprich, er hätte gehen können, er wäre abgesetzt worden, er wäre möglicherweise sogar verjagt worden. Wahrscheinlich aber nicht, weil er noch immer noch mit ihrer Mutter verheiratet war, also sprich mit Cecile Gruber. Also er hätte höchstwahrscheinlich als ihr Angestellter weiterhin, also sprich wie ein ganz normaler Knecht, er hätte bis an sein Lebensende oder bis halt selber nicht mehr in der Lage gewesen wäre zu arbeiten, hätte dann nur noch auf dem sogenannten alten Teil vom Hof verbracht. Also als Angestellte von Victoria Gabriel plus ihrem Mann, egal wenn die geheiratet hätte, also unabhängig davon, ob sie Lorenz Schlittenbauer oder sonst wen geheiratet hätte, oder sogar ob Karl Gabriel wieder zurückgekommen wäre, der ja angeblich doch nicht im Ersten Weltkrieg, Dezember 1914, gefallen ist. Ja, Entschuldigung, ich habe mir meine Kippe gemacht. Und ich trinke nochmal kurz einen Schluck, weil ich habe ja erklärt, also wenn ich hier die ganze Zeit rede, irgendwann wird der Mund trocken. Also Hauptmotive, also die zwei besonderen Motive, die sich auch anhand der Tat oder habt, der Ausführung der Tat, der Brutalität der Tat, der Grausamkeit der Tat, vor allem aber an der verwendeten Art, wie die Tatwaffe, also sprich die Reuthaube mit der Rückseite, mit der Schraube darin verwendet worden ist, plus Sachen, die heute mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt werden. Also sprich, Andreas Gruber hatte bereits vor Victoria Gabriel, der Tochter Sophie Gruber, an der hat er sich ebenfalls sexuell vergangen. Die wurde auch von ihm so weit, wenn man es nennt, im Keller eingesperrt, im tiefsten Winter, also im eiskalten Keller. Also hat möglicherweise auch Frierungserscheinungen gehabt, wenn sie erst hinterher verstorben ist. Möglicherweise ist er auch schon da, während das passiert ist, verstorben. Ist auch verhungert, ist auch verdurstet, also er hat sie wieder mit Nahrung, noch mit Wasser versorgt, also zum Trinken. Also die muss schwer misshandelt worden sein, das abgesehen von sexueller, wie sagt man, von Inzucht, also Kindesmissbrauch, Inzest, Inzucht. Bei Victoria Gabriel war es vergleichbar, also er hat ja wie gesagt Victoria Gabriel sexuell missbraucht, also die wurden ja beide verurteilt, sowohl die Tochter als auch der Vater. Also es wäre genauso möglich oder üblich, dass er in Wahrheit auch der Erzeuger war, auch der Vater war von Sidi Gabriel, von seiner angeblichen Enkelin, also in Wahrheit seiner Tochter in dem Fall oder beziehungsweise seiner zweiten Tochter in dem Fall, wenn Victoria Gabriel die erste Tochter war, Sophie Gruber sein anderes Opfer war, vor Victoria Gabriel bereits sein erstes Opfer, wenn auch nicht, wie gesagt, mit eigener Hand getötet. Aber er ist halt eindeutig für den Tod von diesem Kind verantwortlich. Und Josef Gabriel war ebenfalls in Wahrheit sein Sohn. Also nicht in Wahrheit oder angeblich sein Enkel, sondern in Wahrheit auch sein Sohn. Also er hatte insgesamt vier Kinder, drei Töchter, Sophie Gruber, Victoria Gabriel, Silly Gabriel. Und Josef Gabriel. Was hier passiert ist, fällt mir jetzt auch gerade auf, wenn ich das jetzt selber nochmal im Kopf mir durchgehen lasse, ist das, was man gerne als erweiterten Suizid bezeichnet. Also sprich, Andreas Gruber hat alles ausgelöscht. Sprich, er hat auf gut Deutsch gesagt, sämtliche Brücken hinter sich abgebrochen. Er hat von vier Kindern, die er möglicherweise hatte, drei Töchter, einen Sohn. Also, ich zähle sie nochmal auf. Sophie Gruber, eine andere Tochter außer Victoria Gruber, wo der erste Missbrauch stattgefunden hat, von Andreas Gruber, die auch zu Tode gekommen ist vor der Tat. Victoria Gabriel, die dann definitiv als erstes Opfer in der Tatnacht, also bei den eigentlichen Morden von Hinterkaifeck am 31.03. zu Tode gekommen ist. Silly Gabriel, die dann nach ihrer Großmutter, nach Cecile Gruber,
die zusammen mit Victoria Gabriel die meisten Verletzungen hatten, also punktförmige Einschläge im Kopf von dieser Schraube an der Rückseite von der Reuthaar. Seine dritte Tochter, also in Bad seine dritte Tochter, und Josef Gabriel, also das jüngste Opfer, Einschlag mit der Vorderseite von der Reuthaar, also sprich mit der Klinge im Kopfbereich. Das Gehirn ist dabei aus dem Kopf ausgetreten, hat den Hinterbacken Hinterrinne bespritzt. In Wahrheit der Sohn von Andreas Gruber. Also er hat sowohl, wenn es nicht, wie sagt man, von Victoria Gabriel selber die Idee war, er hat sowohl Victoria Gabriel dazu möglicherweise versucht zu bringen, wie es auch geklappt hat in dem Fall. Die hat ja Karl Gabriel geheiratet, vorangeblich im Dezember 1914 gefallen ist. Dass Victoria Gabriel, Karl Gabriel, dieses Kind, also Seli Gabriel, also seine angebliche Enkelin, Andreas Gruber, seine angebliche Enkelin, als Kind untergejubelt hat. Und die hat es auch fast geschafft, Lorenz Schlittenbauer, das zweite Kind, was sie von Andreas Gruber hatte, also sprich Josef Gabriel, unterzujubeln, also dass angeblich Josef Schlittenbauer der Vater gewesen wäre. Und das heißt, wer Karl Gabriel, der angebliche Ex-Mann, der angeblich überlebt hat, der nicht im Dezember 1914 gefallen ist, zurückgekommen hätte, wirklich, wie sagt man, eine Amoktat begangen. Hätte er zwar einen Grund gehabt, Josef Gabriel zu töten, wenn der dann nicht von ihm gestammt hätte, also in Wahrheit auch das Kind von Andreas Gruber war, aber er hätte nicht irgendwo Silly Gabriel oder andere umbringen müssen. Also das war absoluter Schwachsinn, in dem Fall schon mal Karl Gruber zu verdächtigen. Im Fall von Lorenz Schlittenbauer dasselbe. Wäre Josef Gabriel nicht der Sohn von Josef Schlittenbauer gewesen, sondern in Wahrheit der Sohn von Andreas Gruber, hätte Josef Schlittenbauer auch keinen Grund gehabt, abgesehen von Andreas Gruber und von möglicherweise Josef Gabriel, andere Leute umzubringen. Also sprich, er hatte keinen Grund gehabt, Victoria Gabriel umzubringen, er hätte keinen Grund gehabt, Cecilie Gabriel umzubringen, er hätte keinen Grund gehabt, Cecilie Gruber umzubringen. Der einzige, der Gründe hatte, diese Leute umzubringen, wie sie umgebracht worden sind, war Andreas Gruber. Und wer das nicht erkennt, also wirklich, ich weiß nicht, wo euer Mülleimer steht, ob der in der Küche steht oder keine Ahnung, wo ihr euren Mülleimer normalerweise habt. Möglicherweise in einem extra Raum, also gerade bei Leuten, die nicht nur in einer normalen Wohnung leben, also sprich in kleinen Apartment leben. Guckt einfach mal den Mülleimer nach, ob da vielleicht irgendwo euer Verstand, also sprich euer Gehirn drin liegt. Oder guckt wirklich in der Toilette nach, ob ihr nicht aus Versehen euer Gehirn unter der Toilette liegen lassen habt, wo ihr das letzte Mal die Toilette benutzt habt. Also da muss man rotzbekloppt sein. Es spricht doch alles dafür, dass Andreas Gruber der Täter war. Sprich, er hat seine Tochter umgebracht, die er missbraucht hat, und zwar seit ihrem 16. Lebensjahr, Victoria Gabriel, das erste Opfer, mit der er möglicherweise seine angebliche Enkelin gezeugt hat, Silly Gabriel, also in Wahrheit war das ebenfalls seine Tochter. Er hat hinterher Josef Gabriel umgebracht, der in Wahrheit auch sein Sohn war. Er hat seine Ex-Frau umgebracht, also in dem Fall seine Ex-Frau, wenn er noch länger die eigentliche Tatnacht überlebt hat, also sprich zumindest noch bis zum 1.1., bis zum 1.4., 1922 überlebt hat. Er hat Cecilie Gruber umgebracht. Und zwar sie und Victoria Gabriel am exzessivsten. Victoria Gabriel hatte 9 Verletzungen von dieser Reuthaube, von dieser Schraube, von der Reuthaube, an der Rückseite von der Reuthaube im Schädel. Cecilie Gruber hatte 8 Verletzungen von der Reuthaube, von der Schraube an der Rückseite von der Reuthaube im Schädel. Das ist diese Übertötung. Also wenn man bestimmten Opfern, von Opfern, also wenn es mehr Opfer gab, eine besondere brutale Art der Tötung angedeihen lässt und andere weniger. Also in dem Fall war es ja so, die Magd hatte gerade mal eine Verletzung im Gesicht und einen Schlag oben auf der Mitte vom Schädeldach. Also da kann man nicht mehr feststellen, war der Täter links oder rechtshänder, mit welcher Seite hat er zugeschlagen, also sprich mit welcher Körperseite, mit welchem Arm. Also war er rechtshänder, war er linkshänder, also sprich hat mit rechts oder links zugeschlagen. Sidi Gabriel hatte eine Verletzung im Gesicht, also auch punktförmig. Zusätzlich aber genauso brutal wie bei Victoria Gabriel Würgemale oder halt 9 Löcher im Schädel, 9 Perforierungen im Gehirn oder Cecilie Gruber, 8 Löcher im Schädel, sprich 8 Perforierungen im Gehirn. Sidi Gabriel hatte einen Schlag im Gesicht, im Mund- und Kieferbereich vom Raueisen, also der Kiefer, der Mund war da so drüber, das Kind konnte nicht mehr um Hilfe schreien.
konnte nicht mehr irgendwo sich wehren. Also die war ohnehin schon paralysiert durch das erste Schlag im Gesicht. Dann kam der Schlag auf den Mund, auf den Kiefer. Dann kam der Kehlenschnitt. Also bis zu 2 Stunden später nach ihrer ersten Verletzung und danach ihren ersten beiden Verletzungen, also ersten Schlag mit der Reuthaube im Gesicht, genau wie bei der Magd. Ein punktförmiges Loch im Gesicht, ebenfalls auf der rechten Kopfseite. Sprich, Täter war Linkshänder. Dann kam der Schlag auf den Kiefer, auf den Mundbereich. Das Opfer, also in dem Fall Sidi Gabriel, konnte nicht mehr Hilfe schreien, dann wurde sie sexuell missbraucht. Die war außer Andreas Gruber teilweise entkleidet abgeholt. Also Andreas Gruber wurde dann, wie gesagt, später in Unterwäsche, barfuß abgeholt. Cecilia Gruber war teilweise entkleidet. Also es wurde nicht genau dazu geäußert, wurden die Kleider, wie sagt man, ganz ruhig aufgetrennt. Also sprich mit Knöpfen oder mit anderen Verbindungen, also wie Kleider normalerweise damals angelegt worden sind. Ich weiß nicht, ob es 1922 bereits Reißverschlüsse gab. Ich gehe davon aus, mit Knöpfen. Also sprich, man musste, um Kleider zu öffnen, die Knöpfe lösen. Also das spricht genauso für eine brutale Vorgehensweise des Täters, in dem Fall, sprich Andreas Gruber. Oder wurden ja wirklich einfach brutal die Kleider, sprich wahllos, runtergerissen. Also, aber das Opfer, also in dem Fall Sidi Gabriel, hat den Kleidern gepackt und wirklich wahllos abgerissen, also wahllos vom Körper runtergerissen. Also sprich, es hat schwerer sexueller Missbrauch stattgefunden. Also es wird dahinter behauptet, Sidi Gabriel, also die angebliche Enkelin, hat ja noch bis zu 2 Stunden nach der Tat gelebt und hat sich in einem Todeskampf noch die Haare aus dem Kopf gerissen. Es kann aber genauso möglich sein, wie es auch andere Videos darüber gibt, dass auch das Andreas Gruber gewesen ist. Also sprich, er hat sie missbraucht, sexuell missbraucht, und hat ja wirklich dabei sogar noch, also hat sie in der Hand gepackt, hat ihr die Haare während des, ja, es klingt grausam. Also ich springe selber kaum über die Lippen, das überhaupt auszusprechen, aber es ist doch, also das tut mir selber weh, wenn ich das jetzt nochmal rekapitulieren muss, aber ich muss das rekapitulieren. Es ist passiert, man kann es nicht bestreiten. Es wird bestritten oder teilweise, wie gesagt, werden generell Fakten vertuscht. Also wie gesagt, die erste Tochter von Andreas Gruber, ebenfalls sexueller Missbrauch, ebenfalls zu Tode gekommen durch Andreas Gruber. Und genauso hier im Fall von Sidi Gabriel. Also dann werde ich noch beschimpft, wenn ich dieses Schwein, dieses absolute Schwein, also sprich Andreas Gruber, noch als nicht nur Mörder hinstelle, also als Mörder bezeichne. Er war definitiv ein Mörder, er war auch wie gesagt ein absolutes Dreckschwein. Also sprich, er hat 3 Kinder, beziehungsweise sogar insgesamt 4 Kinder, die er hatte. Ein Sohn, 3 Töchter, hat 3 Töchter missbraucht. Das letzte Opfer hat er in der Tatnacht missbraucht, also Sidi Gabriel. Also da fällt mir echt nicht mehr ein. Also wie Leute überhaupt dieses Dreckschwein Andreas Gruber schützen können, also sprich mich als Lügner hinstellen, als ob ich mir das irgendwo einbilden würde. Und wie gesagt, nicht mal in der Lage sind, diese Fakten, wie ich sie gerade nennen, hier nachzuprüfen. Ihr könnt alles nachprüfen, was ich erzählt habe. Also wie gesagt, die schlimmsten Verletzungen waren, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, weil ich möchte nicht, dass das Video wieder ewig lang geht. Victoria Gabriel, Würgemale am Hals, möglicherweise vor ihrem Tod, sprich vor diesen Schlägen mit der Reuthaube, von Fingern. Hätte man sich die Mühe gemacht und hätte bei der Leiche von Andreas Gruber Fingerabdrücke genommen und auch ebenso die mit den Würgemalen am Hals von Victoria Gabriel verglichen, hätte man möglicherweise bereits herausgefunden, dass Andreas Gruber hier die Würgemale angebracht hat. Also sprich, er hat sie erst bewusstlos gewürgt, dann hat er sie bis zu 9 Mal mit dieser Reuthaube, mit dieser Schraube an der Rückseite von der Reuthaube gegen den Kopf geschlagen, und zwar auf der rechten Seite vom Kopf, sprich der Täter war Linkshänder, also Andreas Gruber war Linkshänder. Dann das zweite Opfer, Cecilie Gruber, 8 Schläge am Kopfbereich, auf der rechten Kopfseite, sprich ebenfalls, also der Täter, wenn es Andreas Gruber war, war Linkshänder. Dann Sidi Gabriel, ein Schlag im Gesicht, das Opfer war erstmal paralysiert, dann fand ein sexueller Missbrauch statt, das Opfer wurde hinterher teilweise entkleidet, vorgefunden. Ja, es klingt alles grausam, aber ich kann es doch, wie gesagt, nicht weglassen. Es ist doch, es sind doch,
Indizien, Fakten, Spuren, die hinterher festgestellt worden sind, das ist nun mal so. Wer das nicht erträgt, raus. Also macht einfach das Video zu. Ich sage es jetzt wirklich so deutlich, wie es war. Und es ist auch, wie gesagt, wichtig, dass ich das sage, weil mittlerweile ist das Verbrechen über 100, also fast 102 Jahre her. Und es passiert immer noch keine Gerechtigkeit. Also sprich, es wird immer noch sich gewehrt, Andreas Gober überhaupt als Täter in Erwägung zu ziehen. Danach wurde ihr mit einem Raueisen, mit einem Bandeisen, also so Metallring, auf den Mund geschlagen, auf den Kiefer geschlagen, sprich das Opfer, also in dem Fall Sidi Gabriel, konnte nicht mehr schreien, konnte nicht mehr um Hilfe rufen, obwohl sie bereits die Verletzung im Gesicht hatte von der Reuthaue, von der Schraube von der Reuthaue auf der Rückseite von der Reuthaue. Und nachdem sie 2 Stunden lang im Todeskampf gelegen hat und möglicherweise sexuell missbraucht worden ist, fand der Schnitt durch die Kehle statt, also extrem brutal. Danach hat dieser Täter, wenn er es nicht zwischendurch gemacht hat, sprich der Schlag im Gesicht bei Sili Gabriel hat zuerst stattgefunden, dann war sie erstmal paralysiert, dann wäre sie gar nicht mehr, also theoretisch war sie bereits tot, kann man sagen, in Anführungsstrichen tot, also schwer bewusstlos, schwer paralysiert. Also die hätte gar nicht mehr weglaufen, also geschweige denn aufstehen und weglaufen können, noch hätte sie irgendwo Hilfe rufen können. Dann hat der Täter, also angenommen, er hätte Sili Gabriel noch nicht sofort sexuell missbraucht, die Zutritt vom Haupthaus verschafft, hat die Magd aus dem Weg geschafft, also sprich einen Schlag auf der rechten Gesichtshälfte. Also möglicherweise ist ihm auch entgegengelaufen. Andreas Gruber hatte die Reuthaue in der Hand, die Rückseite, die Schraube. Und nachdem sie umgefallen ist oder wenn sie angenommen gesessen hat, hat sich, wie sagt man, zu ihr gewandt. Also beide haben sich angeschaut, Opfer und Täter. Also haben mit Gesicht zu sich gestanden. Täter war Linkshänder, Andreas Gruber war Linkshänder. Ein Schlag auf der rechten Gesichtshälfte bei der Magd. Dann fand der Schlag von oben mit dieser Rückseite von der Reuthaue, mit dieser Schraube auf der Schädeldach statt. Dann kommt das nächste Opfer. Also ungefähr so wird es ja vermutet, also abgesehen von den Opfern im Stall. Das letzte Opfer, das habe ich jetzt schon mindestens dreimal hier allein schon in diesem Video erklärt. Es hatte niemand anders einen wirklichen Grund, abgesehen von den Leuten, die dieses Kind, also sprich Lorenz Schlittenbauer, also Josef Gabriel, das letzte Opfer, das höchstwahrscheinlich letzte Opfer, untergejubelt werden sollten, dieses Kind umzubringen. Das hatte nur Andreas Gruber, sprich es war auch von ihm gezeugt. Also sexueller Missbrauch hat sowohl im Volk von Sili Gabriel stattgefunden, also in Wahrheit war Andreas Gruber der Vater von Sili Gabriel, er war auch der Vater von Josef Gabriel. Dann hat er sich dieses Kind vorgenommen, hat mit der Vorderseite von der Reuthaue zugeschlagen, also mit der Klinge. Und zwar nicht mal mit hinzugucken dabei, also hinzuschauen dabei, sondern einfach wahllos pauschal durch dieses Dach vom Kinderwagen durch dieses Himmeldach oder wie man es nennen will, also dieses Falldach. Also er hat nicht das Dach erst hochgeklappt, hat dann, ja, es klingt alles brutal, aber es ist halt so. Er hat nicht das Dach hochgeklappt, hat dann erst zugeschlagen. Er hat wirklich wahllos mit der Vorderseite durch das Dach zugeschlagen und ist wahrscheinlich davon ausgegangen, hat das Kind tödlich getroffen. Er hat es auch tödlich getroffen. Also extrem tödlich getroffen. Also sprich, das Gehirn ist sogar aus dem Kopf ausgetreten von dem Kind. Er hat den Kinderwagen von innen drin bespritzt. Es klingt grausam, aber es war halt wirklich der Fall. Dann ist er wieder zurück in den Stall. Also da war ja bereits dann die Magd zu Tode gebracht. Das letzte Opfer, was es heute gebracht hat, sich Sidi Gabriel vorgenommen. Sprich, die hat 2 Stunden länger gelebt als alle anderen Opfer. Es hat in dem Fall sexueller Missbrauch stattgefunden von Andreas Gruber. Danach wurde Sidi Gabriel brutal durch einen Schnitt durch die Kehle getötet. Also sprich, ihr eigentlicher Todeskampf wurde beendet, der aber noch, wie gesagt, 2 Stunden lang gewesen ist. 2 Stunden lang. Mindestens nach der eigentlichen Tat stattgefunden hat. Dann ist er zurück ins Haupthaus. Er war ja dann, wie gesagt, blutbespritzt. Hat seine Kleider ausgezogen, hat sie gewaschen, hat sie, keine Ahnung, ob vorm Gebäude, im Gebäude, ich gehe davon aus, im Gebäude, also sprich in der Küche, aufgehängt, wo dann auch, wie gesagt, am darauffolgenden Morgen, am 1.4. der Kalender abgerissen worden ist. Also, warum soll das irgendjemand anders getan haben, der angeblich trotzdem dahin gekommen ist? Hat sich oben auf den Dachboden verschanzt, hat Brotvorrat mit hochgenommen auf den Dachboden. Der Brotvorrat ist aufgebracht worden.
hat Speck oder Rauchfleisch, also sprich Schinken, in der Räucherkammer abgeschnitten mit demselben Messer, was er vorher bei Sidi Gabriel für den Kehlschnitt verursacht, verwendet hat. Und ist dann wirklich zumindest noch bis in der Nacht vom 1.4. auf den 2.4., also wenn überhaupt, kam er am Morgen oder am Tag des 2.4. Zu Tode, oder er kam wirklich erst unmittelbar vom Auffinden der Leichen, also sprich, er kam erst am 4.4. zu Tode. Ist er noch da geblieben, hat er noch Beweismittel verbrannt, wobei der Hund ihn natürlich in Ruhe gelassen hat. Der Hund kannte Andreas Gruber, also es gab keinen Grund, mit dem Hund irgendwo Andreas Gruber anzubellen oder anzugreifen. Im Ofen, vorm Haus, was ein Zeuge, der vorbeikam, bestätigen konnte, der einen üblichen Brandgeruch, also einen üblen Gestank wahrgenommen hat. Also sprich, da wurde kein Holz verbrannt, da wurde kein Brot gebacken im Ofen, also außerhalb vom Gebäude, vom Haupthaus. Da wurde kein Wasser erhitzt im Ofen, also sprich, man zündet Holz an, entfacht ein Feuer, stellt einen Wassereimer oder irgendeinen Wasserbehälter zwischen die Glut, also dass das Wasser anfängt zu kochen dadurch. Wie gesagt, der Hof hatte ja keinen Stromanschluss, also es war die einzige Möglichkeit, wie man Wasser möglicherweise zum Kochen bringt. Warum sollte das jemand anders, einschließlich Lorenz Schlittenbauer, einschließlich ein angeblicher Reichswehrangehöriger, also abgesehen davon, dass Reichswehrangehörige oder Kirchenkillerkommandos nicht dahin kommen, verwenden erst eine Waffe, die sie dort vorfinden, verwenden sie auch noch genau, wie es Andreas Gruber getan hat, mit der Schraube an der Rückseite, also größtenteils mit der Schraube an der Rückseite, also hauptsächlich mit der Schraube an der Rückseite. Es muss irgendjemand dort noch mindestens bis zum Morgen des 2.4. gelebt haben, also sprich Andreas Gruber. Hat aber auch komischerweise seine Klamotten, wenn er sie bis dahin gewaschen und die wären möglicherweise schon getrocknet gewesen, auch nicht wieder angezogen. Also die waren wahrscheinlich immer noch nicht komplett getrocknet. Oder er ist wirklich überrascht worden, sprich Lorenz Schlittenbauer hat hinterher Andreas Gruber getötet. Also das ist ja eigentlich die Frage, die am meisten kommt, wenn man Andreas Gruber als Mörder nennt. Wie kam er zu Tode? Wer hat Andreas Gruber gemacht? Wen interessiert denn das? Das war ein Schwein, der hat den Tod hundertfach verdient. Also Andreas Gruber. Er hat bereits 5 Morde, eigentlich sogar 6 Morde vor seinem eigentlichen Tod begangen. Auch wenn seine allererste Tochter, Sophie Gruber, die kaum genannt wird, nicht unmittelbar was mit dieser Tatnacht, also mit den Morden in Hinterkaifeck am 31.03.1922 zu tun hatten. Er wäre ohnehin getötet worden, er wäre hingerichtet worden, er wäre geköpft worden, er wäre gehängt worden. Also angenommen, man hätte ihn lebend gefasst. Wahrscheinlich war das sein Plan. Deswegen hat er sich da auf den Dachboden aufgehalten, deswegen hat er die Tatwaffen versteckt. Er konnte ja nicht ahnen vor seinem Tod, dass der Hof später 1923 im Februar abgerissen wird. Also sprich, dass dann die Tatwaffen wieder auftauchen. Normalerweise wären die Tatwaffen wahrscheinlich, würde das Areal heute noch stehen, also die Gebäude würden die Tatwaffen heute noch irgendwo versteckt sein, wenn das so ein gutes Versteck war. Also sprich, kaum auszumachen, also kaum festzustellen. Die einzige Person, die außer Andreas Gruber vielleicht dieses Versteck gekannt haben könnte, wäre Viktoria Gabriel gewesen, die mit ihm zusammen auf diesem Dachboden im Haupthaus ein Liebeslager hatte, wie auch hinterher bei den Ermittlungen festgestellt worden ist. Also ihr galt, also ich rede das von Hocken. Hier Typen, die mich hier angreifen, also die mich hier anpöbeln und negativ abklicken. Ihr galt euch an Kinkerlitzchen auf, an Kleinigkeiten. Das interessiert doch keine Sau, das ist doch eigentlich total scheißegal. Durch wen und wie Andreas Gruber zu Tode kam, er hat es verdient, er war der Mörder. Und die Taten, also die Fakten, warum das überhaupt der Fall gewesen ist, habe ich gerade wieder jetzt nochmal wiederholt. Er alleine hatte den Grund, diese Menschen umzubringen, wie sie umgebracht worden sind. Er alleine hatte den Grund, oder beziehungsweise sogar mindestens 2 triftige Gründe, hauptsächliche Gründe. Er wäre ohnehin abgesetzt gewesen. Er war bereits zu seinen Lebzeiten und auch zu Victoria Gabriels Lebzeiten abgesetzt. Er hätte ohnehin wahrscheinlich irgendwann gehen können, oder sprich,
Er wäre nur noch aufs Alte da vertrieben worden, also er wäre nur noch der Angestellte von Victoria Gabriel und ihrem neuen Mann, egal ob das Lorenz Schlittbauer oder sonst wer gewesen wäre, gewesen. Und er wollte, wie gesagt, Cecile Gruber sexuell missbrauchen, was er auch wahrscheinlich getan hat. Also gerade so wie Cecile Gruber zu Tode kam, sprich die angebliche Enkelin, also in Wahrheit die Tochter von Andreas Gruber. Ihr könnt einfach mal die Fakten, also ich rede jetzt an egal wen, ob hasserfüllte, mich negativ abklingende, mich anpöbelnde, mich angreifende Idioten, Schwachsinnige oder wirklich jeden anderen, der wirklich noch mindestens drei Gehirnzellen im Kopf hat. Ihr könnt sämtliche Fakten, die ich hier aufgezählt habe, sämtliche Punkte könnt ihr nachprüfen. Ihr werdet feststellen, es bleibt im Grunde gar nichts anderes übrig als Andreas Gruber zu verdächtigen. Alles andere ist Schwachsinn. Es kommt niemand von der Kirche oder von der Reichswehr dahin, verwendet erst Waffen, die er gar nicht kennt. Also sprich die Reuthaffe, die offensichtliche Tatwaffe, erst ein Jahr später gefunden, zusammen mit, wie gesagt, dem Taschenmesser, dem Bandeisen, was bei Silly Gabriel verwendet worden ist. Dreht sie aber um, also nimmt nicht die Klinge an der Vorderseite, sondern nimmt die Rückseite, also die Schraube an der Rückseite. Also sprich, das kann nur Andreas Gruber gewesen sein. Er war der Einzige, der damit Erfahrung hatte, der damit Routine hatte. Das war eine Eigenkonstruktion von ihm, also er war ohnehin, wie sagt man, firm darin, also geschult darin. Und bringt da irgendwo fünf Menschen um und hat, wie gesagt, auch vorher schon bereits jemanden umgewiesen. Also Sophie Gruber, seine andere Tochter, die ja kaum erwähnt wird, genauso wenig wie der Fakt genannt wird, dass außer ihm selber, deren Unterwäsche hinterher gefunden worden ist, bei dem Leichenhaufen oben drauf, mit Gesicht nach unten, alle anderen lagen unten mit Gesicht nach oben. Dass Andreas Gruber nicht der Einzige war in Unterwäsche und barfuß, sondern auch Cecile Gabriel, also sprich Silly in Wahrheit, Silly Gabriel, war auch teilweise entkleidet. Also es muss sexueller Missbrauch stattgefunden haben. Und das trifft ja auch, wie gesagt, wenn man die Fakten sich anguckt oder die Indizien, die Beweise. Es trifft ja auch auf die Verletzungen zu. Erst wurde Victoria Gabriel getötet mit 9 Verletzungen, sprich 9 punktförmigen Verletzungen im Schädel von dieser Reuthaube, von dieser Schraube an der Reuthaube. Also sprich an der Rückseite von der Reuthaube. Dann wurde Cecile Gruber getötet, also seine Frau, mit 8 Löchern, mit 8 punktförmigen Verletzungen im Schädel, im Gehirn von dieser Reuthaube. Dann wurde Silly Gabriel einmal im Gesicht getroffen, sprich das Opfer war erstmal soweit schon mal paralysiert, betäubt von dieser Reuthaube, also von dieser Schraube auf der Rückseite von der Reuthaube. Dann hat sich er wahrscheinlich die Mark vorgenommen, also sprich er ist wieder ins Haupthaus eingedrungen, hat die Mark zuerst getötet, hat dann den Enkel, also den angeblichen Enkel, in Wahrheit auch seinen Sohn, Josef Gabriel, getötet mit der Vorderseite, ein Schlag, ohne überhaupt hinzugucken, pauschal durch das Dach durchgeschlagen von dem Kinderwagen. Dann ist er wieder zurück in den Stall. Oder er hat vorher bereits Silly Gabriel auf den Mund geschlagen. Also, wenn er angenommen nicht sicher war, bei der Verletzung im Gesicht von der Rückseite, von der Schraube an der Rückseite von der Reuthaube mit diesem Raueisen, also sprich, er hat ihren Mund in ihren Kiefer oder ihren Kiefer zertrümmert. Dann hat er sie sexuell missbraucht. Dann fand 2 Stunden später, erst nachdem sich das Kind in seiner Verzweiflung die Haare büschelweise aus dem Kopf rausgerissen hat, die Haare, die Büschel wurden hinterher zwischen den Fingern gefunden. Dann erfolgt der erste Kehlenschnitt. Ja, das klingt alles krass, aber es ist so. Und wie er dann zu Tode kam, ob er wirklich angenommen jetzt von Josef Gabriel überrascht worden ist, es wurde ja hinterher festgestellt, der Täter, sprich Andreas Gruber, hat möglicherweise vorgehabt, im Stall eine Grube auszuheben, also sprich ein Loch auszuheben, aber der Boden war noch zu gefroren. Ende März 1922. Also sprich, er hat mit dem Rücken dann in dem Fall zu Lorenz Schlittenbauer gestanden. Lorenz Schlittenbauer hat ihn von hinten überrascht, hat ihn mit dieser Kreuzhacke, Spitzhacke unvorbereitet getroffen, also getötet. Oder halt wirklich, er hat Lorenz Schlittenbauer vorher angegriffen. Lorenz Schlittenbauer musste sich verteidigen, hat möglicherweise Andreas Gruber die Kreuz oder Spitzhacke irgendwo aus den Händen entwendet, also ausgezogen, hat ihn damit wie sag mal, als Antwort getötet, also sprich, hat die Waffe dann vom Mörder von seinem Angreifer gegen ihn verwendet.
Es ist eigentlich vollkommen egal, also wie Andreas Gruber zu Tode kam oder durch wen er zu Tode kam, verdient er es noch hundertfach. Ja, also, es kotzt mich dermaßen an, prüf das doch einfach nach, was ich hier erzähle. Ich denke mir das doch nicht aus. Es sind alles Fakten, es sind alles Indizien, Beweise, sprich Hinweise, die festgestellt worden sind. Und da braucht man einfach nur wirklich die simpelsten Beweise zusammenzuzählen und dann stellt sich eindeutig raus, Andreas Gruber steht praktisch als Mörder direkt vor euch. Also er hat sich bereits vor seinem Tod durch seine Taten verraten. Er hat sich spätestens dann verraten, als im Februar 1923 die Tatwaffen gefunden worden sind. Nach der war, es hat sich niemand die Mühe gemacht, es wurden dann Ausreden verwendet hier, von wegen, es waren keine Fingerabdrücke mehr festzustellen. Sprich, hätte man von der Reuthaufe Fingerabdrücke abgenommen und hätte auch von dem Körper, von der Leiche, bevor die Köpfe abgetrennt worden sind, genau wie bei allen anderen Leichen, von Andreas Gruber Fingerabdrücke abgenommen, hätte man normalerweise sofort ihn als Täter definitiv zweifelsfrei bestätigen können. Das wurde nicht gemacht, sprich, die Polizei hat einfach gesagt. Die Polizei hat in genug anderen Details hier zum Fall auch versagt. Also es wurden gerade mal 5 Fotos gemacht. Es wurden höchstwahrscheinlich weder die Blutgruppen genommen, also hinterher, wo die Reuthaube aufgetaucht ist, die war ja blutbesudelt, die war ja mit Blut und mit Resten von Haaren verschmiert, also sprich, wo Schläge gegen die Köpfe von den Opfern erfolgt sind. Also man hätte normalerweise nur von den Opfern und von Andreas Gruber die Blutgruppe bestimmen müssen, hätte hinterher an der Reuthaube von Blutresten, die Blutgruppe bestimmt wissen, dann wären wir auch automatisch auf den Täter gekommen. Also in dem Fall nicht auf den Täter gekommen, weil Andreas Gruber ja nicht durch diese Reuthaufe zu Tode kam, sondern durch eine ganz andere Tatwaffe, sprich eine Kreuz- oder Spitzhacke. Also ihr müsst absolut hohl sein. Ich habe da jetzt Dutzende Fakten genannt. Also was soll ich noch machen? Soll ich es euch aufmalen? Soll ich es euch irgendwo, wie sagt man, pantomimisch vorspielen? Andreas Gruber hat x Hinweise, x Fakten, x Beweise hinterlassen, die ihn quasi praktisch überführen. Alles andere, egal ob Verdächtigungen gegen Lorenz Schlittenbauer, gegen sonst wen, gegen Kirchenmitglieder, gegen Reichswehr, ist absolut schwachsinnig. Also die wären null beweisbar. Dass die Vorwürfe gegen Andreas Gruber sind, 100%ig beweisbar. Und ich habe es euch jetzt nochmal wieder genannt, also warum ich das überhaupt noch nennen muss, also da denkt man sich wirklich sein Teil, also so bescheuert, so bekloppt kann doch keiner sein. Also das hat mich weniger als eine Stunde gekostet, diese Schlüsse zu ziehen aufgrund der Faktenlage, aufgrund der Beweise. Und ihr doktert da seit mittlerweile über 100 Jahren rum oder andere Spinner doktern da seit über 100 Jahren rum und kriegen den Täter nicht mit, obwohl der Täter praktisch bereits sich schon unmittelbar zur Tatbegehung verraten hat, sogar schon vor der Tat verraten hat, sogar noch nach der Tat verraten hat, sprich ein Jahr später, als im Februar 1923 die Leichen gefunden worden sind. Oder die Tatwaffen. Entschuldigung, habe ich gerade versprochen. Die Leichen wurden ja bereits am 1.4.1922 gefunden. Im Februar 1923 wurden die Tatwaffen gefunden. Also spätestens dann wäre ohnehin, wo dann die Reuthaue eindeutig als Mordwerkzeug, als Tatwaffe klar gewesen ist. Vorher ist man ja angeblich von einer Kreuz- oder Spitzhacke ausgegangen, obwohl, wie gesagt, die Art der Verletzung, die Köpfe waren ja nicht dadurch zerstört. Also die Köpfe wurden ja den Leichen abgetrennt. Bereits unmittelbar, als die Leichen aufgefunden worden ist, also am Morgen des 5.4. Die kam dann später im Zweiten Weltkrieg um. Also die Beweise, meine ich jetzt, sind dann nochmal nicht in Worten, die Köpfe. Also ursprünglich wurden die Leichen ohne die Köpfe beerdigt. Höchstwahrscheinlich noch im Jahr 1922. Also spätestens dann im Februar 1923, als die Tatwaffen gefunden wurden, als man die Tatwaffen zweifelsfrei den Opfern, wie gesagt, mal zuordnen konnte, den Verletzungen bei den Opfern zuordnen konnte, war klar, Andreas Gruber muss es gewesen sein. Und andere Gründe, also andere Motive von Andreas Gruber habe ich jetzt
auch schon x-mal genannt. Also ihr seid einfach nur bescheuert. Also hier Leute, die mich als Spinner oder als Lügner einstellen. Es gibt null Zweifel dran. Also es gibt kaum ein Verbrechen, wo, wie sagt man, die ganzen Hinweise, die ganzen Indizien dermaßen klar auf Andreas Gruber hindeuten, hinweisen, wie in dem Fall hier. Aber wie gesagt, wenn man Andreas Gruber entschuldigt, ja, der war ja hinter bei den Leichen, wer hat ihn dann getötet? Also das ist ja halt die Standardfrage, die ich halte. Ja, dann kommt man nicht auf die einfachsten Dinge. Also dann kann man, wie gesagt, vorm Wald stehen und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also so bekloppt muss man erstmal sein. Und in dem Fall sind die Leute bereits bekloppt. Es ist doch scheißegal, wer Andreas Gruber getötet wird. Wie der zu Tode kam, er hat es verdient, er wäre ohnehin, wenn er lebend gefasst worden wäre, hingerichtet. Und genau aus dem Grund hat er sich halt dort noch aufgehalten, also genau aus dem Grund hat er sich dort irgendwo noch verborgen. Er wollte getötet werden, sprich, er wusste ja genau, weil er bereits ein Jahr schwere Zwangsarbeit, schwere Strafarbeit im sogenannten Zuchthaus, also die verschärfte Art vom Strafvollzug erlitten hat. Er wusste ja genau, er wäre dran gewesen, also sprich, in dem Fall für Mehrfachmörder, also mehr als ein Mordopfer, war bei Andreas Gruber bereits der Fall vor der Tatnacht. Da hat er bereits eine Person auf dem Gewissen, also seine eigene Tochter sowie Gruber. Dann kommen nochmal die fünf Opfer der Tatnacht dazu. Es wäre in seinem Fall der Fallbeil gewesen, also sprich Guillotine, Hinrichtung, sprich Köpfen. Oder es wäre hängen gewesen, also sprich Gollen. Also er hätte entweder vorher auf der Flucht erschossen zu werden, deswegen kam er die Fluchtseile auf dem Dachboden und die verschobene Dachziegel, dass er nach allen Seiten nicht umgucken konnte, für ihn in Frage, also von ihm verursacht, von ihm gemacht. Er wollte abhauen, wenn unten sich Leute im Haupthaus Zutritt verschafft hätten, möglicherweise war der Hund sogar noch im Haupthaus. Also ursprünglich als Alarmanlage, genau wie er den Feuer erleben lassen hat, obwohl der Hund ja, wie gesagt, alles mit angesehen hat. Leider konnte der Hund nicht mehr, wie gesagt, mal zum Tatablauf befragt werden. Also konnte ohnehin schon nicht, wo das passiert ist, befragt werden. Ein Hund kann ja, wie gesagt, nicht sprechen, kann ja nicht irgendwo eine Zeugenaussage geben, kann ja nicht irgendwo ein Protokoll unterschreiben. Aber es ist offensichtlich, der Hund wurde erst später bei den Leichen im Stall gefunden, also sprich bei dem Leichenberg im Stall gefunden, mit der Verletzung am Auge. Lebend wurde er vorgefunden, also nachdem er die Scheune aufgebrochen hat, kam der Hund erstmal den Leuten, die die Scheune aufgebrochen haben, entgegen. Und dann erst wurden die Leichen im Stall entdeckt, unter so einer Tür. Er hatte entweder vor, sich, wenn er sich auf dem Dachboden mehr oder weniger verschanzt hat, bis auf zwischendurch, wo er mal wieder runter ist, hat vor dem Haupthaus Beweise vernichtet, hat in der Küche den Kalender abgerissen, hat Rauchfleisch abgeschnitten, also Speck oder Schinken, beziehungsweise Rauchfleisch, hat seine Sachen gewaschen, also sprich in der Küche oder sonst wo aufgehangen. Hatte dann darauffolgende Nacht, wie gesagt, also nach der Tat, die Nacht vom 1.4. zum 2.4. hat Beweis vor dem Haupthaus im Ofen verbrannt, also es hat übel gerochen. Es haben Zeugen, die da vorbeigekommen sind, bestätigt. Die konnten aber nicht erkennen, wer da was verbrannt hat. Die konnten aber zweifelsfrei bestätigen, der Hund hat dieser Person nichts getan. Also sprich, es muss eine Person gewesen sein, die war dem Hund bekannt, also es kann ja Andreas Gruber gewesen sein. Oder, wie gesagt, es wurden Reste von Schinken auf dem Dachboden gefunden, also Schwarten, Speckrauchfleisch, Schinken. Es wurde festgestellt, Exkremente wurden gefunden, also der potenzielle Mensch, der sich da verborgen hat. Also ich will jetzt mit Absicht nicht Opfer oder Mörder oder Täter sagen. Generell jemand, der sich da aufgehalten hat. Was unlogisch wäre bei jemandem, der wirklich nur dahin kommt, begeht seine grausame Tat halt wieder ab, also klaut, was nicht gewesen ist. Es wurde nicht weiter was geklaut. Es wurde gekotet, es wurde uriniert, also sprich das große und kleine Geschäft, also die Notdurft wurde da verrichtet auf dem Dachboden, also es wurden Exkremente gefunden, möglicherweise auch Spuren, dass da uriniert worden ist, gefunden, also eingetrocknete Urinpfützen. Also es spricht alles dafür, dass sich da jemand noch längere Zeit aufgehalten haben muss. Und wer sollte das außer Andreas Gruber gemacht haben, abgesehen davon, dass jemand anders außer Andreas Gruber weder diesen Dachboden kannte, also dass man sich da aufhalten kann,
noch dieses Versteck konnte, wo die Teutoben versteckt worden sind. Die bei der Tat selber verwendet worden sind. Habt ihr das mittlerweile in eure hohle Birne reingekriegt? Also ich rede von irgendwelchen schwachsinnigen Idioten, die nicht mal bis heute verstehen, wovon ich überhaupt rede. Also spreche ich irgendwo eine Fantasiesprache, ich spreche ganz normales Hochdeutsch. Wie kann man diese Beweise ignorieren? Da muss man blitzeblöd sein, rotzbekloppt sein. Dass man überhaupt jemand anders in Verdacht zieht, der abgesehen von Andreas Gruber null Gründe gehabt hätte, das so zu tun, wie es getan worden ist, der abgesehen von Andreas Gruber null Gründe hatte, diese Leute umzubringen, also die Anzahl der Leute, alle Leute, alle Opfer, die in dieser Tatnacht zu Tode kamen, außer Andreas Gruber. Andreas Gruber war der Einzige, der einen Grund hatte, mehrere Gründe hatte, diese Leute umzubringen. Warum habe ich jetzt schon x-mal genannt? Und Andreas Gruber hatte auch, wie gesagt, als einziger einen Grund, sich dort aufzuhalten nach der Tat. Sprich, er konnte nirgendwo hin. Sprich, er hat auch einen einzigen Grund gehabt, hinter die Tatwaffen zu verstecken. Die sind ja versteckt worden, die sind ja erst ein Jahr später gefunden worden. Also ihr müsst doch total hohl in eurer rotzbekloppten, schwachsinnigen Birne sein. Also dass man das nicht sieht, dass man da irgendwo sich irgendwelche Fantasietäter zusammen fantasiert. Also da muss man doch wirklich dumm wie Brot sein. Gut, jetzt habe ich nochmal alles zusammengefasst, also jetzt reicht es mir. Das ist mir dermaßen blöd, vollkommenen, schwachsinnigen Idioten die Wahrheit regelrecht ins Gesicht reinzudrücken, die mit Beweisen, mit Fakten, mit Tatsachen zu fluten. Und trotzdem werde ich dann noch angepöbelt, trotzdem kriege ich dann noch irgendwo Hasskommentare und negative Abklickerei. Also ihr müsst doch, ihr seid doch, ihr seid echt hoffnungslos. Also solche negativen Abklicker, solche negativen Hasskommentare, Pöbler hier. Der Täter steht rechts, praktisch bereits blutbesudelt vor euch. Die Tatwaffe steht direkt blutbesudelt vor euch. Und ihr kennt nicht mal die einfachsten Zusammenhänge. Also bei euch ist da wirklich im Kopf irgendwo mindestens drei Nummern verschoben. Ihr seid doch absolut hohl. Also ihr seid doch dermaßen hohl, das geht doch auf keine Kuhhaut mehr. Und wenn ihr das nicht seid, sprich, wenn ihr das wisst, genau wie die Polizei das wissen, die den Fall immer noch unter Verschluss halten, die immer noch nicht den Täter nennen, die Identität des Täters, dann seid ihr mitschuldig, sprich, dann schützt ihr einen potenziellen Mörder, der schon lange überführt war. Und dafür habe ich jetzt x Fakten genannt. Er war schon x-mal überführt. Er war bereits im Februar 1923 überführt. Gut. Viel Spaß, wer sich auch dieses Video anschaut, genau wie er sich anderen angeschaut hat. Also wie gesagt, jetzt reicht's. Also jetzt habe ich nochmal alles wirklich mich dazu geäußert. Also mehr kann ich nicht tun. Also ich kann es euch wirklich nicht aufmalen. Also ihr müsst absolut hohl in der Birne sein, dass ihr das nicht erkennt, dass Andreas Gruber der Täter war. Das waren, wie gesagt, damals schon, es gab damals schon Verdächtigungen gegen Andreas Gruber, das war damals schon anderen klar. Ciao.